Shalom Aleichem, a gute Woche. Hallo. Hallo, hallo. Shalom. Shalom, shalom. Schön euch alle zu sehen. Wir beginnen mit Aleichem Shalom, Baruch ato Adino, Eloheinu Melech Olam, Shehako in Yo Bidvoroi. Amen. Amen. Shalom Aleichem, liebe Freunde, liebe, schalten Sie bitte alle auf Stumm eure Mikrofon. Dieser Tag heute ist ein besonderer Tag. Dieser Tag ist der siebte Tag von Shavuot, in die Zeit von Bet HaMikdash. Man konnte sieben Tage nach dem Yom Tov, nach dem Feiertag, Yemei Tashlumin, man konnte bis heute noch pilgern nach Jerusalem, Aliyah la Regel, und bringen eine Korban. Also heute ist noch der letzte Tag, wo wir sind verbunden mit Shavuot. Für mich persönlich, dieser Sonntag ist dieser Sonntag, wo die Lubavitcher Rebbe hat mich 1991, genau heute Sonntag, mir geschickt, 2 Jahre nach Sydney, Australien. Das war das letzte Mal, wo habe ich den Rebbe gesehen. Und der Rebbe hat gesagt, der letzte Spruch von ihm, Achetehei shalheves oilo meileo. Bis soll die Flamme vom Empor alleine gehen. In andere Wörter, der Rebbe hat gesagt, ich habe gezündet, jetzt muss ich weitergehen. Und genauso auch heute, liebe Zuschauer, diese Shiur heute ist was ganz Besonderes, weil von sehr viel Theorie von letzten 2 Shiurim der alte Rebbe beginnt endlich ein bisschen Chassidut, ein bisschen Warmkeit, ein bisschen Tachles, ein bisschen praktisch. Was können wir umsetzen und bringen in unser Leben? Und deshalb diese Shiur heute ist eine große Simche und eine besondere Freude. Ich will beginnen mit einer kleinen Spritze für uns alle. Es gibt Menschen, die machen sich Sorgen. Ai, 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 Corona. Ai, 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 Miron. Israel, Asa. Liebe Leute, steht geschrieben in Tehillim, Psalmen 94. Es gibt in dieser Welt Hashem und es gibt ein Elohim und er ist der Beschäfer und wir müssen zu ihm davnen und er hat einen langen Plan und ein ewiges Volk hat kein Meure von einem langen Weg. Es war schon früher in die Geschichte viel schlimmer. Vor 100 Jahren, als er war, spanischen Pandemie, sind 50 Millionen gestorben. Und in die schwarze Magefa, Drittel Welt ist gestorben. Also beruhigt euch alle. Und Baruch Hashem, auch in der letzten, es ist nicht schön alles. Muss ich nicht sagen, dass wir leben jetzt in Moschiach-Zeit. Aber muss man ein bisschen relativieren und nicht gucken, so viele Nachrichten und so viele Tugbacks. Was wollt ihr? Soll alle uns lieben? Warum? Weil wir sind so schön. Es gibt in der Welt noch ein bisschen Neid, noch ein bisschen Hass. Aber die, die haben Hoffnung an Hashem und weiter beten für ihn, werden den Weg siegen. Und deshalb sage ich euch, ihr sollt wissen, dass Hashem hat gemacht, Tov Meod. Hashem hat seine Welt, und diese Welt ist nicht Apokalypse, ist keine Rache, ist keine Gog und Magog. Und die alle, die euch erzählen, dass diese Welt kommt zu Ende, die kommen zu Ende. Wir haben unsere Torah und unsere Nevi'im und unsere Hoffnung, und wir wissen, dass diese Welt ist eine Vorbereitung für die Zeit von Moschiach. Und es gibt in der Welt viele, viele gute Menschen und sehr viele angenehme Menschen. Und es gibt auch, wir werden sehen heute die Stufen, gut. Aber genauso auch im privaten Leben, viele Menschen denken, es wird nicht weitergehen. Aber nicht aufheben die Hand, Hashem wird uns weiter die Welt zeigen. Deshalb, wir gehen heute gemeinsam eine super Shiur lernen und sie werden wirklich genießen jede halbe Stunde von diesen 3 Sessions, was wir haben heute. Nach jeder halben Stunde will ich stoppen
und euch geben, Zeit zu bemerken oder zu fragen. Natürlich, wenn ihr inmitten von meinen Wörtern versteht ihr nicht, könnt ihr einfach melden und fragen. Gut, der Held von diesem Buch Tanja heißt Benoni, eine Durchschnittlicher. Es gibt schon in die Welt Tzadik und es gibt in die Welt Rasha, aber für die Leute gibt es schon Bücher. Für den Tzadikim gibt es ein Buch, dieses Buch heißt Noam Elimelech, von Rabbi Elimelech von Lizhensk. Wenn jemand will sein ein Tzadik, wenn jemand glaubt, ist er ein Tzadik, bitteschön, dann hat er ein super Buch, Noam Elimelech von Rabbi Elimelech von Lizhensk, s'il vous plaît. Super Buch, aber ich verstehe dran Bahnhof. Also, dieses Buch ist für die Tzadikim. Wenn jemand ist ein Tzadik, soll er lernen Noam Elimelech. Wenn jemand ist ein Rasha, wenn jemand ist ein Böser, ein Freveler, hat er auch ein Buch von Rabbi Nachman von Breslev. Und dieses Buch heißt Lekutei Moharan. Lekutei Moharan ist für Leute, die wirklich runtergefallen auf dem Boden und sie wissen nicht, wie steht man auf, was macht man und was tut man. Aber liebe Leute, wir lernen doch Tanja. Und Tanja ist für die Benonim, ist für die Durchschnittliche. Und viele Leute in ihrem Leben glauben, die sind weitergekommen, aber sie kämpfen weiter mit Hochmut, mit Wut. Schon letzten Freitag, ich habe schon gedacht, ich bin weitergekommen. Ich bin gefahren mit meinem Auto in Altenheim und irgendeine Deutsche in einer schmalen Straße lagert seine Winterreifen. Und ich sage, kannst du bitte die Reifen legen bei die Seite und fahren und dann noch einmal alles in Lager? Sagt er mir, was? Soll ich die Reifen alleine lassen? Habe ich ihm gefragt, sind die Reifen wichtiger als ich? Also ich warte, ich brauche gehen in die Synagoge. Und dann habe ich gedacht, Schlomo, wenn du dich nicht beruhigst, mach lieber nicht den Kurs am Sonntag. Also du musst dich sofort beruhigen und dich disziplinieren. Der will nicht bewegen, der will seine Reifen legen, soll er legen. Gut, was soll ich machen? 5 Minuten soll ich jetzt platzen und die ganze Theorie soll ich vermasseln. Also letzter Freitag, es hat mir noch funktioniert. Wirklich. Aber nicht nur am Freitag, auch am Schabbesmorgen bin ich aufgestanden und ich gucke auf mein Hemd. Hör mal zu, ein jüdisches Hemd, verfleckt mit Flecken. Wie weiß man, dass eine Jude gegessen? Sein Hemd ist voller Flecken. Es ist einmal eine Mädel gegessen in einem Restaurant in Berlin. Und sie kommt nach Hause und sie sagt, Mama, ich glaube, der Junge ist nicht jüdisch. Sagen die Eltern, warum? Sagt sie, weil sie hat nicht sein Hemd verfleckt. Also der hat keine Flecken auf dem Hemd. Der hat so schön gegessen. Also weiß ich nicht. Also mein Hemd am Schabbesmorgen war voller Flecken. Und was habe ich gemacht? Ich habe genommen ein neues, frisches Hemd. Warum? Weil der Hemd ist die Levushim, die Gewänder. Und deshalb, der alte Rebbe sagt, auch wenn du fällst, mehrere Mal in dein Leben und dein ganzes Leben kämpfst du mit Diät, mit Sport, mit Faulheit, mit Schlafen, mit Familie, immer Kämpfe, Kämpfe. Ata normali, mamash normali, legamre normali. Tzadik, lo normali. Rasha, lo normali. Ani, atem, normalim legamre. Normale Menschen haben immer up and down. Und der alte Rebbe gibt uns 5 Leute zu erkennen. Und wir lernen diese 5 Leute. Bitte schön, wir haben Tzadik Vetovlo. Was ist Tzadik Vetovlo? Ein Tzadik, der sich seine Charisma, seine Güte an alle gibt und es geht ihm auch gut in dieser Welt, so wie Abraham. Und es gibt auch Tzadik Veralo, ein Introvert, der lebt seine Tzadik für sich, aber es geht ihm nicht so gut. Das ist Tzadik Vetovlo und Tzadik Veralo, dass er muss die ganze Zeit überwinden seine Tzadikut. Ich wiederhole schnell.
Tzadik Vetovlo ist ein Tzadik Gamur, ein vollständiger Tzadik, der hat sein Schlechtes zum Guten gewandelt. Und ein Tzadik Veralo, ein Tzadik, der schlecht noch in ihm, der hat überwindet seine Schlecht, aber es ist noch bei ihm. Er ist ein Tzadik. Gut. Gehen wir weiter. Rasha Vetovlo, Rasha Veralo. Und da muss ich etwas korrigieren, und das habe ich auch Josef angerufen am Freitag zu sagen. Rasha Vetovlo ist eine, der sich im Herzen immer Reue und schlechtes Gewissen ersündigt, aber er fühlt sich nicht damit gut. Der hat noch Gefühle, der hat noch Reue, der hat noch Gedanken, naja, ich muss mich verbessern, ich bin nicht der Beste, ich habe noch eine Arbeit zu tun. Das ist Rasha Vetovlo und Rasha Veralo, weil der Ra ist noch bei ihm geblieben. Gut. Und da gibt es Beinoni. Opa, wir sehen auch jetzt, dass auch bei Beinoni gibt es zwei Teile. Aber wir werden die zwei Teile nicht jetzt erklären, sondern bei der dritten Session. Es gibt Beinoni Oved Elohim. Es gibt eine Benoni, der sich anstrengt und dient Gott die ganze Zeit mit Mühe gegen seine Natur, gegen seinen Charakter, gegen seine Eigenschaft, gegen seine Zeit. Der bemüht sich, das elfte Mal noch einmal aufheben dem Gewicht und nicht nur dem 10. Der macht Schabbes 10 Minuten später, der nimmt Schabbes 10 Minuten früher. Also der strengt sich an. Und Asher Lo Avado ist ein Benoni, der dient Gott, aber er ist nicht so, wie man sagt, mit Feuer und Flamme sich zu anstrengen. Und da haben wir gelernt, und wir machen schnell Wiederholung, jeden hat zwei Neshamot, zwei Nefashot, animale Seele, die kommt beim Geburt, das ist die Nefesh Behamit, und das bekommt jeden Mann und jede Frau das Erste. Darum unsere animale Seele ist so dominant und so stark, und das ist das Leben. Und darum ein kleines Kind oder Mädele unter 12 und 13 sind nicht verpflichtet, die Torah und Mitzvot zu halten, weil sie haben noch keine göttliche Seele, sie haben noch keine Verantwortung, sie können noch nicht ihr Leben ändern durch die göttliche Seele, die befindet sich auf der rechten Seite vom Herz und im Kopf. Also, die göttliche Seele kommt beim Bat Mitzvah, bei Meidalach mit 12 und bei Jingalach mit 13. Und dann, wir wissen, die animale Seele ist in die linke Seite von das Herz. Sie verbreitet Sauerstoff zum ganzen Körper. Sie ist dominant, sie ist laut, sie ist stark, sie ist klar. Essen, Geld, Frauen, Gier, Spazieren, Fernsehen, alle gute Sachen kommen von der animalen Seele und so, und ist gut so. Gott sei Dank, der Mensch hat eine Lust in sein Leben, oi, wei, wei, wenn der Mensch ist gelöscht. Und die Nefesh Elokit ist ein langer Wachstum und Prozess. Gut, dann, das haben wir schon gelernt. Und dann haben wir gesagt, dass beide haben Kräfte, die auf dem Körper streiten. Das ist Kochot. Es gibt 7 Intellekte, Chochma, Bina und Dat. Und es gibt 7 in die Emotionen. Und natürlich, das hat jeder. Und das sind 2 Oberbürgermeister, die wollen dem Stadt erobern. Gut. Und das haben wir schon auch gelernt, dass wir haben in uns Gewände, Levushim, Kleider. Das ist unsere Gedanken, die wir kontrollieren können. Unsere Sprache, die Dibur, wir können kontrollieren, was wir sagen. Und unsere Tat, unsere Gefühle können wir nicht disziplinieren. Aber was wir denken und was wir sagen und was wir tun, das alles können wir absolut in Kontrolle haben. Gut, sehr interessant. Im 5. Buch Mosche gibt es 10 koschere Tiere, die wir essen können. Reh, Hirsch, Jachmur, Steinbock, Dishon, Büffelos, Sommer und Schor, Keves und Es, Ochs, Schaf und Ziege. Das sind die 10 koschere Tiere,
von Torah. Es ist sehr interessant, alle unteren sieben sind die Emotionen, die sind wild. Man kann sie nicht zähmen. Darum, die sind nicht koscher zum Korban im Bet HaMikdash. Die sind koscher zu essen, aber die sind nicht koscher zum Bringen einer Korban. Nur die obere drei, Schor, Ochs, Keves, Schaf und Ziege, nur die sind erlaubt zu essen und auch bringen eine Korban, weil das können wir zähmen, das können wir disziplinieren, das können wir halten und das ist gut so. Wenn jemand hat bis jetzt etwas nicht verstanden, soll er bitte jetzt die Hand aufheben und jetzt fragen. Ansonsten fahren wir weiter. Bitte, Dagmar. Ich wollte fragen, was Yahur ist und Samia. Das kenne ich nicht. Das gehört nicht zum Shiur. Sie werden nach dem Shiur gucken in 5. Buch Moshe. Und das hat nichts zu tun direkt mit dem Shiur. Das sind 10 verschiedene Tiere von der Familie von den Hirsch. Und verschiedene Sachen. Das gehört nicht zum das, was ich... Ich wollte nur sagen, dass Ochs, Zieg und Schaf, die drei können sie, stimmt? Ja. Die drei können wir disziplinieren. Alle anderen 7 können wir nicht disziplinieren, weil das ist unsere Emotionen. Ich wollte nur sagen, dass wir haben nur Kraft zu zähmen, unsere Levushim, unsere Gedanken, unsere Reden und unsere Handeln, aber wir können nicht unsere Emotionen, Liebe, Neid, Wut, Hochmut, zu disziplinieren, das können wir nicht. Wir können nur entscheiden, welche Reaktionen wir machen oder nicht. Bitte schön. Okay. Ja. Danke. Kann ich denn was fragen? Natürlich. Hat das einen Grund? Gibt es eine Beziehung zwischen diesen drei Tierarten, die man domestizieren kann? Also die man züchtigen kann oder sowas, ja? Und diesen 7 wilden Tieren, also es sieht aus, als wenn das diese identisch ist zu diesen 10 Sephirot. Klar, aber das gehen wir heute auch nicht lernen. Ihr seid neugierig. Nee, aber die Frage ist, gibt es eine Beziehung dazu? Klar, klar, natürlich. Okay. Eine lange chassidische Beziehung. Okay. Diese ganze Buch Lekutei Torah von der Alte Rebbe, der erste Buch von Vayikra, ein Mensch, der von euch bringt ein Ochs oder ein Schaf oder ein Zieg, der alte Rebbe bringt bei jedem Mensch, was ist bei uns ein Ochs und was ist bei uns ein Lamm und was ist bei uns ein Zieg und was sind die 7 Emotionen, klar, aber ich will nicht von dem Grundlage weglaufen. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich wollte nur wissen, ob es da eine Beziehung gibt zwischen ja. diesem Brei oben und den Tieren und 7 unten und den Viechern. Es gibt, aber es gehört nicht jetzt. Ich habe gefragt, ob ihr habt verstanden, das, was wir haben gelernt bis jetzt. Das war meine Frage. Und bitte bleiben alle fokussiert nur an das, was wir lernen. Ich werde auch Zeit geben, Fragen, die haben nichts zu tun mit das, was wir lernen. Kein Problem. Aber ich will nicht die Kette verlieren heute, weil wir wollen wirklich fahren in eine schöne, freie Bahn. Es ist Sonntag. Gibt es keine Staumeldung, habe ich gerade gehört im Radio. Keine Leute laufen auf der Bahn und keine Pferden und auch keine Rehe und keine Sommer und keine Dishon. Alles ist in Ordnung und wir fahren weiter zu unserer Reise. Wenn wir haben verstanden, dass jeden von uns hat 2 Nefashot, dass jeder von uns hat auch 10 Sephirot, dass jeder von uns hat 3 Gewände, Denken, Reden und Handeln, wissen wir, dass wir haben Möglichkeit zu disziplinieren auch unsere Kräfte. Wie? Steht geschrieben im 5. Buch Mosche, wenn einer kommt in die Armee und er macht Demoralisation, er hat Angst, weil er hat geheiratet, weil er hat ein großes Geschäft, weil er macht in die Häuser, wenn er sieht Krieg oder Blut, steht geschrieben, dieser Soldat, der verbreitet Panik, lech abaita. Geh nach Hause. Mach nicht Panik in alle anderen Soldaten. Die Tora sagt, lass ihn weggehen von der Gruppe.
Al Yerach Levavchem, soll eure Herz soll nicht weich werden. Fragt Maimonides, es ist doch normal, Angst zu haben. Jeden normalen Mensch, ich kann reden über mir, ich habe furchtbar Angst bei vielen Sachen. Und wie sagt die Tora, soll man nicht Angst haben? Sagt Maimonides, du darfst deine Angst bei dir behalten. Darum geht's. Du sollst darüber schweigen und nicht erzählen, alle, ja, ich habe Angst, ich zittere, weil die Wörter bringen dem anderen darüber zu denken. Was heißt das? Erklärt der alte Rebbe, wenn ein Mensch versteht nicht etwas und er redet darüber, er bringt in sich Gefühle und Verständnis. Und wenn jemand ist sauer und er spricht darüber, seine Flamme wird immer größer. Und genauso ist auch mit Angst. Wenn ein Mensch ist in Krieg oder in Zustand, wo er hat Angst, schlucken, nicht reden, nicht darüber denken, sondern handeln, was man muss. Und Shabbat Shalom. Du kannst nicht jetzt wirklich die Ängste beseitigen. Die sind da. Aber du kannst klicken auf diesen Werbung, ob du willst gucken jetzt diesen Casino, schreibst du nein. Jeder Mensch, der hat Internet, kriegt er die ganze Zeit verschiedene Werbung. Natürlich, die kommen hoch, die dummen Gedanken, aber du kannst klicken, nein, lo, toda. Und genauso, wenn einer klopft bei dir an die Tür oder am Telefon und du willst nicht reingehen, gehst du nicht rein. So ist der Mensch, er kann nicht handeln, soll man ihn nicht anrufen. Er kann nicht reagieren, die Kräfte werden immer erwecken. Aber Maimonides sagt, es geht nur um unseren Sprechen und Denken und Handeln. Das ist unsere Gewände. Wenn wir wollen, wir tragen das. Wenn wir wollen, wir ziehen es auch. Gut, wo befinden sich diese zwei Nefeshot? Nefesh Be'amit im Herz, in die linke Seite, volle Blut, volle Reticha, volle kochend. Und deshalb das Blut in die linke Seite ist immer heißer. Auch bei der Nase, die linke Loch von der Nase ist heißer als die rechte Loch von der Nase. Weil die linke kommt von der Nefesh HaBe'amis, von der animalen Seele. Jeder Mensch, der macht Atemtechnik, weiß, dass die linke Seite ist viel von Temperatur heiß als die rechte, weil es kommt vom Herz. Und die rechte, weil es kommt ohne Sauerstoff zurück, das ist schon die kalte, die Denkweise. Also in einfache Wörter, unser Herz ist heiß, kochend, lebendig, temperamentvoll und unser Verstand ist Moach. Kar, objektiv, analysieren. Deshalb Kinder, wo sie sind noch klein, haben sie große Angst. Und auch wenn die Erwachsenen haben selbst Angst, sie beruhigen die Kinder. Warum? Weil sie wissen, muss man jetzt handeln, um das Kind zu beruhigen. Aber jeder hat ein bisschen Mäure bei sich. Auch wenn der Papa nimmt sein Kind zur OP und das Kind hat Angst, der Papa beruhigt ihn, lo nora, je beseder motek, Hashem shomer alecha, aber der Papa selbst, auch in sein Herz gibt Meure. Aber er wird jetzt nicht sagen, sein Kind, dass er hat Meure. Er wird nicht sagen, jetzt sein Kind, dass er hat Angst. Uninteressant, und damit beende ich den ersten Gedanke. Tzadik, Wert symbolisiert immer Zukunft. Rasha, böser, Wert symbolisiert immer Vergangenheit und Benoni symbolisiert immer Gegenwart. Was heißt das? Was ist eine Tzadik? Tzadik ist eine, der sich benimmt gut und viele Jahre später alle kriegen eine Sarkor, eine Lichtturm von seiner Benehmung. Abraham bis heute leuchtet, Noach leuchtet bis heute, Resh Lakish leuchtet bis heute. Maimonides, Gaon von Vilna, Baal Shem Tov, Alter Rebbe, Rabbi Nachman von Breslau, Rav Kook, alle Tzadikim leuchten bis heute. Reshaim, böse Leute. Ein Rasha heißt Avarian. Avarian bedeutet Avar, Vergangenheit. Und wenn jemand will heute wissen, wer ist Trotzki oder wer ist, was weiß ich, irgendein Einführer von Tschetschenien, vor 120 Jahren, langsam, Hashem wird helfen, dass alle Reshaim werden von dieser Welt vergesslich. Wir sollen nicht vergessen, das, was sie haben uns getan, aber die Reshaim selbst werden von dieser Welt Vergangenheit. Die Tzadikim, die Benonim. Benoni bedeutet Hove, Gegenwart. Die leben jetzt. Wenn einer betet jeden Morgen, wir preisen und wir beten zu Hashem
Und wir sagen Adonai Melech, Adonai Moloch, Adonai Loich Loilom Voed, Hashem is König, Hashem war König, Hashem wird König werden für ewig und immer. Nun, warum heißt das so in Tehilim? Warum heißt das in Tehilim Hashem Melech? Sagt König David, uns ist wichtig zu wissen, Beinoni, jetzt, Gegenwart, now und jetzt, die Zeit von jetzt. Obwohl Hashem war schon Melech, das ist uninteressant jetzt, wenn wir beten. Wenn wir beten, müssen wir wissen, Hashem Melech. Hashem ist der König, ich habe eine präsenten Hashem, die ich kann zu ihm meine tiefe Bitte verbunden. Hashem ist Melech, wenn ich sage Hashem Malach, dann bete ich zu irgendeinem Gott, die war damals. Ich will mit Hashem Beziehungen haben, das erlebt heute. Und wenn ein Mensch findet so eine Benoni-Beziehung zu Hashem, diesen Hashem wird ihm bringen zu Hashem im Leuch Leulom Void. Gut, ich hoffe, Sie haben das alle verstanden. Wenn jemand hat nicht verstanden, soll er sich melden. Nur wenn einer hat nicht verstanden. Ansonsten gehen wir weiter. Gut, der Benoni hat verschiedene Zeiten in seinem Leben. Die beste Zeit, was er hat, ist beim Davnen, wenn er betet. Wenn ein Benoni betet, ist er in ein ewiges Zeit. Chayei Olam. Diese Welt ist Chayei Sha'a, die sind Zeiten, die gehen vorbei. Wenn der Benoni will seine Kräfte behalten, oder sein Axt zu verspitzen, sein Messer zu schleifen, seine Geräte zu vorbereiten. Jeder Mensch weiß, dass wenn einer geht Bäume schneiden, anstatt zu verlieren viel Kraft mit den Bäumen, muss man lernen Technik. Muss man dem Axt oder dem Messer scharf machen und wissen die Bewegung, wie man das tut. Und eine 70-Jährige kann besser Bäume schneiden mit einer guten Axt als ein Junge, der weiß nicht, das noch nicht geschärft. Deshalb der Benoni, sagt der alte Rebbe, seine Kraft ist beim Tfila, beim Davnen. Und deshalb, unsere erste Frage ist heute, was ist der Unterschied zwischen Torah lernen und Tfila und Gebet? Das ist unsere erste Frage für unseren heute dritten Tanja Shiur. Vom 12 bis 18. Die zweite Frage ist, Davnen. Warum braucht man überhaupt Davnen? Braucht Hashem unsere Lob? Hashem, du bist Kadosh, du bist heilig. Und dein Name ist heilig. Und alle Heiligen heiligen dir. Halleluja, du bist groß, Kitoi Samro Eloheinu. Warum? Wenn jemand ist groß, braucht er kein Lob. Also Hashem braucht unsere Lob. Hashem braucht, dass wir ihm sagen, Hashem, ata gadol, ha'el, ha'gadol, ha'gibor, ha'nora, wow. Braucht Hashem überhaupt unsere Like? Wir sind Menschen, wir brauchen Like. Wir brauchen Applaus. Wir brauchen Lob. Wir sind süchtig nach Anerkennung. Hashem? Wenn Hashem wirklich existiert und er ist der Größte und er ist Melech Malchei Amlachim, er braucht irgendein kleines Kind, soll sagen, du bist der Beste, das macht ihm an. Was soll das? Braucht Hashem unsere Lob? Und die dritte Frage ist, wie kann man Hashem lieben? Wir haben gesagt, wir wollen heute ein bisschen Praktika schon lernen. Deshalb lass uns schnell die drei Fragen wiederholen. Eins, was ist der Unterschied zwischen Torah und Tfila? Zwei, braucht Hashem unsere Lob überhaupt? Und drei, wie kann man Hashem lieben? Das sind unsere drei Fragen. Und wenn Sie mir gut hören und gut sehen, geben Sie mir bitte noch ein Zeichen.
und wir reisen zu unserer Haupterster Session Speise. Es war in die 60er Jahre. Eine Bachur Chabadnik, eine Lubavitcher Bocher, war in die Yeshiva und er hat begonnen, sein Bart ein bisschen auszuputzen. Am Anfang mit der Schere, später mit der Maschinkele und langsam, sein ganzen Bart war schon weg. Bart bei Chassidim ist sehr wichtig. Es ist ein Symptom. Der Rebbe ist gegangen zu den Rabbanim von der Yeshiva und er hat gesagt, sollen sie reden mit dem Bachur, soll er wieder wachsen lassen, sein Bart. Aber soll man nicht sagen, dass es gekommen von dem Rebbe. Soll man mit ihm reden und überzeugen, dass ein chassidischer Bocher braucht sein Bart. Gut, Rebbe Yoel Kahn war so ein Überchochem und er ist gegangen zu der Bachur und er hat gesagt, der Rebbe wird bestimmt sehr glücklich, dich mit deinem Bart zu sehen. Er hat nicht gesagt, dass der Rebbe hat ihm gesagt, dass er muss den Bart wieder wachsen lassen. Er hat gesagt, der Rebbe wird dir bestimmt glücklich sein, zu sehen mit dem Bart. Bald ist dein Geburtstag, geh rein zum Rebbe mit dem vollen Bart und du wirst sehen, der Rebbe wird schöpfen nachher. Der Rebbe wird sein glücklich. Der Junge war nicht dumm. Und er hat gesagt, Rebbe Yoel, wenn Sie sagen, der Rebbe wird sein glücklich, ich mache mit dir eine Abmachung. Ich gehe rein zum Rebbe. Eine Minute, zwei Minuten. Wenn der Rebbe sagt mir etwas über den Bart, es ist ihm wichtig. Wenn er mir nichts sagt, ich werde gleich danach den Bart komplett abrasieren, noch einmal. Gut, er geht rein zum Rebbe, er schreibt den Quittel, der Rebbe liest, schnell gibt ihm eine Antwort. Von dem Bart war kein Ton, kein Hinweis, gar nichts. Der Rebbe hat nicht mal erwähnt die Sache vom Bart und der Junge geht raus. Kommt nach Hause, geht zu dem Badezimmer, er nimmt eine Maschinkele und er hat noch schlechte Gewissen zu nehmen ein Messer, er nimmt eine Maschinkele, er nimmt den ganzen Bart runter und am nächsten Tag kommt er zu Yeshiva ohne Bart. Nun, zwei Wochen später, sagt der Rebbe noch einmal, die Rashi Yeshiva, red doch mit dem Bocher, sag ihm, soll er lassen den Bart wachsen. Sagt Rebbe David Raskin, einer von den Leuten in die Yeshiva zum Rebbe, Rebbe, er war schon bei euch und sie haben ihm gar nicht gesagt wegen dem Bart und er war sehr enttäuscht. Der Rebbe hat genommen seine heilige Hand und gehalten sein Bart und gesagt, ich will nicht, soll der Bocher haben mein Bord. Ich will, soll er haben sein Bord. Was heißt das? Ich will nicht, soll er machen etwas für mich. Ich will nicht, soll er haben Bart, weil ich habe das von ihm verlangt. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Es wird sein, viele Juden, sie werden kommen in den Himmel. Gott wird fragen, du Jude, wo ist dein Bart? Ist halb so schlimm. Es wird viel schlimmer sein, wenn einer kommt in den Himmel und Gott sagt, Bart, wo ist dein Jude? Das ist viel schlimmer. Also das ist schon dramatisch. Warum? Weil Bart ist wichtig, wenn es kommt von dir, nicht weil der Rebbe hat dir gesagt oder jemand hat dir gesagt. Genauso ist auch mit Zdaka. Wenn ich habe von jemand gebeten, Zdaka, und er hat mir gegeben, das ist nicht sein Zdaka, das ist meine, weil ich habe ihm gebeten. Wenn er hat gegeben von alleine, das ist seine Zdaka. Nun gut, manchmal muss man kitzeln und motivieren, die Menschen sollen schätzen, sollen sie ein bisschen Bewegungen machen, was Gutes zu tun, aber im Groß und Ganz, die Idee soll der andere alles tun von sich allein. Gut, wenn Sie haben verstanden die Idee, beginnen wir die Sache. Liebe bedeutet Kontakt zwischen zwei. Aber zwischen zwei müssen sein zwei Initiierende, Josmim, Leute, die initiieren die Liebe. Was ist initiieren die Liebe? Immer bei zwei, eine ist ein bisschen schwach und eine ist ein bisschen stark. Und manchmal dreht das. Der andere ist stark und der andere ist schwach. Was braucht man? Wenn die beiden oben lieb stark, das heißt, anile doidi ve doidi li. Also die Liebe, Flamme, und im Herzen beides ist gleich. Aber manchmal in die Liebe gibt es eine Seite.
wo eine Seite ist stark und die andere ist ein bisschen noch nicht so volle Feuer. No? Was muss man machen? Muss man dem anderen ein bisschen kitzeln, initiieren, tun. Soll der andere soll spüren, dem anderen in dem Puppig. Also Liebe bedeutet, wo einer spürt dem anderen in Puppig, nicht in Kopf. Puppig ist der Bauchnabel. Also Liebe bedeutet, wo einer spürt dem anderen in Puppig. Dort ist der Ort, wo spürt man die Liebe. Also wenn ein Mensch davent und die Davnen, sie sind nicht gekommen zum Puppig, so hat gesagt der Kotzke Rebbe, das ist kein Davnen. Davnen muss man spüren in Puppig. Puppig ist Bauchnabel, diesen Loch, was man hat beim Geburt. Das heißt Puppig. Man darf davnen, also bis es geht rein auf den Puppig. Gut, jetzt. Hashem hat uns gegeben, zwei Wege mit ihm zu kontaktieren. Eine von oben nach unten und eine von unten nach oben. Von oben nach unten ist Torah. Es ist wie Wasser, das ist kalt, das ist Intellekt. Man lernt. Und bei mir im Balkon gibt es so ein Rohr, wo, wenn es regnet, gehen die ganze Wasser in diesen Metallstück, das heißt Marsev, dort wo, das ist so ein Blech, und in die Blech kommt rein das Wasser, vom fünften Stock gehen sie unten und sie gehen direkt in den Garten. Weißt du, was ich meine? In jedem Balkon gibt es so eine, wie heißt das? Regenrinne, Wasserrinne. Wasserrinne, gut. Also Torah ist eine Wasserrinne, ist ein Zinor, es ist ein Rohr, es ist eine Wasserrinne. Gibt es Wasser im Balkon, anstatt soll die Wasser soll kommen zu mir nach Hause, hat man gemacht ein größtes Patent, eine Wasserrinne. Es ist sehr billig und sehr wichtig. Die Wasser gehen vom Balkon zu diesem Loch und gehen bis fünften Stock unten, direkt auf den Garten. Und auf dem Garten ist volle schöne Gras von dem Balkon. Genauso Hashem im Himmel hat gegeben die Torah, gegossen. Und Hashem hat uns gemacht eine Wasserrinne durch Moshe. Und er hat uns gegeben die Torah. Sehr viele Katalysatien, sehr viele Transformatien, sehr viele Wasserrinne. Und so bekommen wir die Torah, das ist klar. Und was ist Tfila? Was ist Gebet? Gebet ist wie eine Leiter. Gebet ist wie eine Sulam. So wie Jakob kommt nach Bethel, er sieht eine Sulam, wo sein Fuß ist unten, aber sein Kopf ist im Himmel. Und wenn er hat so ein Erlebnis bekommen durch den Davnen, wenn er ist aufgestanden, sagt er, Lo Yadati, ich habe nicht gewusst, dass man kann so ein großes Gefühl bekommen durch ein Gebet von Hashem. Also er hat bekommen eine richtige Eingebung von Hashem. Er hat gesehen Hashem und Maschu, Maschu. Gut. Deshalb, die erste Frage war, was ist der Unterschied zwischen Torah lernen und Tfila? Torah ist wie ein Wasserrenner, wie ein Zinor, wie ein Rohr. Es ist kalt, es ist Intellekt, es kommt von oben nach unten. Der Rebbe sagt zu Schülern, die Älteren zu den Kindern, man kann sehr schön erklären, das ist Intellekt, das ist rational, das ist verständlich. Kann man Beispiele geben, Shabbat Shalom, es ist sehr gut. Kann man prüfen, das ist akademisch, das ist sehr schön. Wow, kol hakavod. Und man sieht sehr oft, dass beim Beten in die Synagoge, die Leute halten in der Hand ein Buch von Torah zu lernen. Warum? Weil sie wissen nicht, wie zu beten. Ich habe noch nie getroffen jemand, der in die Mitte vom Lernen nimmt ein Buch und beginnt zum Davnen. Habe ich noch nie getroffen. Immer habe ich getroffen andersrum. Dass wenn Leute sitzen in die Synagoge, es ist denen pur langweilig. Sie nehmen irgendeine Parashat Shavua, Papier oder Chumash oder gucken die Erklärung von dem Gebet, weil der Mensch hat gelernt zu lernen, zu verstehen, kalt, Moyach. Der Mensch will haben Wasserrenner, will haben, weil er hat nicht gelernt Leiter, weil er weiß nicht, zu wem betet er. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Gut.
Sagt der alte Rebbe, man braucht Kontakt zu Hashem wie der Kontakt von der Mezuzah zu der Wand. Sie wissen, wenn man klebt eine Mezuzah, es gibt so zwei Seiten Klebstoff. Eine Seite Klebstoff ist auf die Mezuzah und eine Seite von dem Klebstoff ist auf der Tür. Genauso ist auch mit Hashem, muss man Kontakt haben, Dveikus Ruche Beruche. Muss man haben seine Torah, sein Wasserrohr zu uns, aber muss man steigen zu ihm durch dem Gebet, durch dem Sulam, durch dem Leiter. Okay, und das erklärt der alte Rebbe. Wow, Zucker. Wirklich, so eine Erklärung habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Und wenn ihr seid wirklich bescheiden und wahr mit sich selbst, ihr werdet sagen nach dieser Erklärung, wow, wie einfach, was sagt der alte Rebbe? Fragt der alte Rebbe, zu wem beten wir? Wer ist Hashem? Wo ist er? Was ist er? Wenn ich schicke mein Kind zum Post, ich sage im Salzburg Allee 45, geht zum Post, schickt, er versteht, gibt Adresse, gibt alles, Hashem, wo? Wo? Himmel? Dritter Himmel? Siebter Himmel? Welcher Hashem? Zu wem bete ich? Wenn ich verstehe, verstehe ich. Ich verstehe das, was steht geschrieben, dass wenn zwei Leute haben ein Talit, jeder sagt, das ist meine, sie wollen das teilen, ich verstehe. Aber zu wem bete ich? Zu Efo. Efo Hashem. Bashamayim, Baaretz, Babayam. Zu wem soll ich beten? Sagt der alte Rebbe, ein super Beispiel. Und dieses Beispiel heißt, deine Urgroßmutter. Stell mal vor, ein Papa sagt zu seinem Sohn, mein lieben Sohn, ich liege jetzt am Sterben und ich habe eine Bitte. Du sollst lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Vermögen, deine Urgroßmutter, dein alter Bobbe. Und wenn du das tust, du sollst bereit sein, für deine Urgroßmutter zu sterben auch, wenn sie das will. Und der Papa stirbt. Und der Kind denkt, Mensch, was will von mir Papa? Ich kenne nicht die Urgroßmutter. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe nicht ein Bild von ihr gehört. Ich weiß von ihr gar nichts. Ich weiß nicht, wo sie liegt. Meine Urgroßmutter ist irgendwo verschwunden. Ist ein bisschen gewachsen. Und er hat gesagt, sein Lehrer, ich habe einen großen Befehl von meinem Papa, zu dienen meiner Urgroßmutter mit meinem ganzen Herz, mit meiner ganzen Seele und mit meinem ganzen Vermögen. Sagt ihm sein Lehrer, dann musst du lernen und erkennen, wer ist deine Urgroßmutter. Forsche bei Menschen, die alt sind, bei Weisen. Frag deine Eltern, deine Großeltern, versuch Spuren zu erkennen. Und jeder, der investiert zu forschen, zum Schluss wird er erkennen, wer war die Urgroßmutter. Und er wird wissen, was war ihre Eigenschaft und was war ihr Charakter und was war ihre Menschlichkeit und mit was war sie besonders. Und irgendwann wird er lieben seine Urgroßmutter. Was heißt das? Sagt der alte Rebbe, der Mensch sitzt beim Davnen morgen früh und er weiß nicht, zu wem er betet. Aber wenn ein Mensch wird zuhören und erkennen, was er sagt und was er denkt, er wird sehen, er wird erkennt einen größten Welt. Was steht in die Gebete? Hashem hat geschafft Sonne, Mond und Sterne, Hagel, meine Augen, meine Seele, meine Hände, alles kommt von ihm. Öffne die Augen. Wenn ein Mensch betet, alles, erkennt er langsam, dass es gibt im Himmel irgendeinen Schöpfer. Und diese Schöpfer haben meine Großeltern haben ihn gekannt, Gott von Abraham, Gott von Yitzchak, Gott von Jakob. Gut, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Aber es gab Menschen, es gab Leute, sie haben ihn erkannt und sie haben gesehen, wie er spaltet der Meer und wie sie kommen rein nach Eretz Israel. Und nachdem der Mensch betet 25 Minuten und erkennt, wer ist sein Gott, danach, wo sein Herz ist schon volle Liebe und er weiß, diesen Schöpfer liebt mich, so wie es steht in die Tfilah, Ahavat Olam Ahavtanu oder Avo Rabo, mit großer Liebe liebst du mich. Wenn jemand mich liebt, liebe ich ihm zurück. Glauben Sie mir.
Wenn jemand liebt mich nicht, ich liebe ihn nicht zurück. Du brauchst nicht zu fragen, ob ich dich liebe. Frag nur in dich selbst, ob du mich liebst. Kemaim aponim laponim kein leve odom lo odom. Du willst wissen, ob Gott liebt dich? Ganz einfach. Guck, ob du liebst ihn. Wenn du liebst ihn nicht, er liebt dich auch nicht. Vielleicht liebst du seine Beamters von Gott. Der Arzt, der Bank, der Arbeitgeber, deine Frau, die Menschen, die von ihm Beamters. Und wenn du hast ein Problem, läufst du zuerst zum Doktor und erst zum Schluss sagst du, ah, vielleicht Gott existiert. Sag Gott, Toda Rabba, wenn du halt sehr stark von meinen Beamters, dann hast du gar nichts zu tun mit dem Urgroßmutter. Deshalb erklärt der alte Rebbe, dass das wichtigste Sachen beim Davnen ist, zu wissen, dass Hashem ist voll mit in dieser Welt. Und wenn du etwas brauchst, er ist der Einzige, der dir helfen kann. Niemand in der Welt kann dir helfen. Nicht beim Gesund, nicht beim Parnosse und nicht beim Naches. Und wenn jemand hat erlebt diese letzte Jahre, sieht er, niemand kann dir helfen. Nicht der Psychiater und nicht Psychoanalytiker und nicht der Bank und nicht der Staat und nicht dein... Keiner. Nur Hashem alleine, wenn du an ihn glaubst. Wenn jemand hat noch Emuna an Hashem, er wird schaffen. Und wenn jemand nicht, dann sieht er keine Hoffnung. Ohne Hashem gibt es keine Hoffnung in dieser Welt, das ist klar. Wenn ein Mensch fällt in ein Loch, es ist klar, dass seine Hoffnung an Hashem ist sehr, sehr schwach. Und manchmal Hashem lässt uns in ein Loch fallen, damit sollen wir aufstehen und erkennen, dass er ist der einzige Balabos. Das heißt, der Benoni fällt die ganze Zeit. Warum? Weil sehr oft seine Gefühle zu Hashem werden stumpf, Routine. Immer das Gleiche, immer dasselbe. Du fragst Leute, na, wie geht's? Na ja, immer dasselbe, immer das Gleiche, immer da. Ich frage dich, wie es dir geht, sag zuerst Baruch Hashem. Gott sei Dank, Toda Rabba ani chai, ich lebe. Später kannst du sagen noch ein paar Sätze. Wenn du beginnst mit dem Wort, immer das Gleiche, immer dasselbe, Hashem hört das und er sagt, oh, das ist die Melodie von meinem Kind. Dann sage ich auch von Himmel, immer das Gleiche, immer dasselbe. Bleib damit. Kein Problem. Du bleibst auch bei immer dasselbe und immer das Gleiche. Aber wenn du beginnst zu ändern und du sagst, Hashem, sie brennt mir im Puppig. Ich will ändern. Ich hab dir lieb. Ich habe an dich volle Vertrauen. Du hast mich mehrere Mal in mein Leben gezeigt, wo es geht nicht weiter. Du bist da. Bitte, mach das noch einmal. Aber Hashem, weißt du, es ist gegenseitig. Ich kann nicht ganze sein, dir SMS schicken und du schickst mir nie zurück. Hashem, was ist mit deinen Finger passiert? Ist es kaputt? Also du kannst nicht schicken, auch mal ein WhatsApp oder eine, hast du zerbrochen deine Finger? Schick mir auch mal ein Signal zu sehen, dass du existierst, dass etwas passiert. So soll man mit Hashem beten. So betet die Benoni. Der Benoni will mit Hashem Beziehung. Und wenn ein Mensch sieht nicht Beziehung von Hashem zurück, soll er wissen, seine Gebete sind noch nicht angekommen. Und warum die sind nicht angekommen, kann sein viele Sachen. Eins kann sein, dass du nicht die richtige Adresse gelegt. Zwei kann sein, dass du nicht Briefmarken gelegt, dass du nicht Spende gegeben vor dem Davnen. Vor dem Davnen leg 50 Cent, 1 Euro in eine Puschke. Mach eine Briefmark, sonst geht das zu dir zurück. Mach irgendeine Technik, damit soll die Gebet gehen. Und die dritte Sache, was wir haben gefragt, ist, dass der Benoni weiß, dass durch sein Davnen kriegt er Kraft und Motivation für den ganzen Tag. Also und so haben wir auf alle drei Fragen beantwortet. Wir haben gestellt die erste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Tora und Tfila? Wer will antworten? Was ist der Unterschied zwischen Tora und Tfila? Sag, Alon. Tora ist, wenn ist der Regen von oben, beziehungsweise die Information von oben. Und Tfila sind Psalmen, sind Gebete von unten nach oben. Also jeden Tfila ist ein Kontakt wie eine Leiter und Tora ist immer ein Wasserrohr. Tora ist immer mit unserem Mojach, die muss aber später kommen ins Herz. Und Tfila muss sein von unserem Herz, aber verständlich auch später sein in unserem Kopf. Sehr schön.
Weiter. Die zweite Frage, wir haben gestellt. Braucht Hashem unsere Lob? Die Antwort lautet, nur wer will sagen? Nur einer soll das Mikrofon runternehmen und reden. Bitte schön. Ja, braucht er, weil so wie wir ihn lieben, liebt er auch zurück. Er braucht nicht. Wir brauchen. Wenn wir jemanden loben, dann erkennen wir, dass er ist wert. Wir lieben nichts, was nicht wert. Wir lieben nur etwas, was wertvoll ist. Das ist die Idee. Wenn etwas ist nicht wert, lieben wir nicht. Glauben Sie mir, ein Mensch... Ja, er liebt uns zuerst, aber wir lieben dann zurück. Aber wir müssen ihn loben, um zu erkennen, wer ist er. Er ist unsere Urgroßmutter. Und wie kann man Hashem lieben? Man kann Hashem lieben durch verschiedene Handlungen, Taten, Lernen, Forschen, die Weisen, wie sie Hashem lieben, versuchen alles zu tun, zu erkennen... Was? Achtsamer sein und die Augen eröffnen. Sehr schön, Achtsamkeit. Vielen Dank für diesen Wort, Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein sehr schönes, modernes Wort für die Leute, die haben Probleme mit dem Wort Beten. Weil Beten klingt für die Leute so ein bisschen religiös. Und Achtsamkeit ist ein sehr schönes Wort, aber ich nehme diesen Wort auch mit beiden Händen. Ich meinte damit... Also, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich meinte damit, dass wir einfach nicht so blind durchs Leben gehen sollen, einfacher mehr die Augen öffnen und zu sehen, was Hashem alles für uns gemacht hat auf dieser Welt. Oh. Was wir jeden Tag haben, genießen können, das meine ich damit. Okay, sehr schön, dann Entschuldigung. Achtsamkeit klingt bei mir so ein bisschen andere Melodie. Ich rede jetzt von David. Achtsamkeit. Gut. Ich will dem Wort Tfila. Was ist Tfila? Tfila kommt von dem Wort Naftali. Niftulei Elokim Niftalti. So wie die Challe am Shabbat, eine mit dem anderen ist geflochten. So wie ein Mann und eine Frau, wenn sie lieben, die sind geflochten. Genauso die Liebe mit Hashem muss sein geflochten. Sagt der Baal Shem Tov. Warum Chassidim schaukeln sich beim Davnen? Warum beim Beten sie bewegen sich? Weil Beten ist wie ein E-Verkehr. Beten ist so wie ein Bett. Was macht man im Bett? Bewegt man nicht. Du kommst nicht in Bett und sagst Shalom Aleichem, guten Tag, ich bin da. Toda Rabba, lech abaita. Geh nach Hause, wenn ein Mensch will Davnen, er muss sein mit Feuer und Flamme und er muss beten und er muss sein bei die Sache. Stark. Wenn jemand will jetzt was fragen oder bemerken, jetzt ist die Zeit und wir gehen zum zweiten Session. Dann mach mir eine Zeichen, alles okay und wir gehen weiter. Super, gut. Liebe Chaverim, diese Welt, Olam Hazeh, ist Olam Hasheker. Diese Welt ist Welt die Lüge. Und bei ein Beweis, die Reshaim, die Frevler und die Klipot, die sind die Mehrheit. In dieser Welt gibt es sehr viele Verführungen. Aggressiv, laut, ununterbrochen, zum Genuss, Anreizung, Leidenschaft, zum Erlebnis von dem Körper. Wellness, Luxus, Essen, Trinken, Männer, Frauen, also alle wollen sich genießen von dem Körper, laut und jetzt und alles. Und der Mensch braucht Kontrolle, er braucht Disziplin. In andere Wörter von dem alten Rebbe, Verantwortung. Verantwortung. Wenn dein Kind guckt die ganze Zeit in sein Smartphone, es dreht dir den Pupik. Es dreht dir den Pupik. Aber wenn du mit dem Smartphone so viele Stunden guckst, dreht dir nicht den Pupik. Weißt du, warum dein Kind spielt so viele Stunden mit dem Smartphone? Weil du hast ihm nicht gegeben Alternativ. Ohne Alternativ sucht man das Altes und Bekanntes. Nur wenn ein Mensch hat gelernt, was Neues, was anderes, was Interessantes, ist er bereit zu ändern sein altes Verhalten. Sagt der alte Rebbe. Man braucht am Leben Disziplin,
zum positiven Seite. Um das zu erklären, erzähle ich euch eine Geschichte. Wenn ihr kennt die Geschichte gut, wenn ihr kennt sie nicht, auch gut. Eine gute Geschichte soll man hören auch 10-mal. Einmal ist gekommen ein reicher Mann aus Leipzig zum Baal Shem Tov, weil er war neugierig zu sehen, was ist ein chassidischer Rabbi. Er kommt zum Baal Shem Tov, sagt Shalom Aleichem, sagt er Aleichem Shalom. Brauchen Sie ein Broche für Parnosse? Nein, Rebbe, ich habe genug Parnosse. Broche für die Kinder? Gute Kinder. Broche für die Frau? Gute Frau. Broche für die Nachbarn? Gute Nachbarn. Kann ich dir etwas segnen, Rabbi? Toda Rabba. Akol beseder pico bello bimba bomba. Akol mezuyan. Alles fix fox. Akol beseder. Sag der Baal Shem Tov, wenn du von mir nicht verlangst und nicht betest, ich habe an dich eine Bitte. Wenn du fährst mit deinen schönen Pferden und mit dem Wagen, du sollst nicht nehmen behinderte Anhalters. Es gibt manchmal unterwegs so Handicap, sie kommen zu dem Fenster, sie wollen eine Münze. Und wenn jemand so will mit dir fahren, bring ihn nicht rein auf den Wagen. Ist verstanden? Ja. Er fährt zurück. Und er denkt, was für ein Rabbi ist das? Soll ich nicht nehmen einen behinderten Mensch auf meinen Wagen? Einmal ist er gefahren zur Messe nach Leipzig. Und es war so eine Behinderte auf dem Boden, ohne Beine. Und er wollte so mitfahren. Er hat gesagt, komm rein. Und so fahren sie ein paar Stunden, sagt der Behinderte, der Handicap, zu der Reicher, ich kann auch kutschen, ich kann auch Pferden fahren, gib mir die Zügel. Und er gibt ihm und der Reiche schläft. Und wenn sie kommen zu der Messe, sagt der Behinderte zu dem reichen Mann, geh runter. Sagt er, was geh runter? Das ist mein Wagen. Geh runter. Und da beginnt er zu schreien, die ganze Marke, dieser reiche Mann ist mit mir gefahren schon einen ganzen Tag und er will mir nicht bezahlen die Reise. Kam die Polizei und wem glaubt man? Man glaubt immer der Arme. Man glaubt immer der Schwache. Man glaubt immer dem geklauten Kosak. Und so hat er verloren seinen Wagen, bezahlt Geld und er war sehr zerbrochen. Als er kam zurück zum Baal Shem Tov, der Baal Shem Tov sagt ihm Shalom Aleichem, sagt der Rebbe, was soll das? Wie soll ich das verstehen? Sagt der Baal Shem Tov, als du bist zu mir gekommen, ich habe gefragt, ob es bei dir alles in Ordnung. Hast du gesagt, ja, Frau, ja, Parnosse, ja, gesund, ja, Kinder, ja, alles okay. Ich wollte dir zeigen, lass nicht weg die Zügel von der Hand. Behalte weiter dein Leben. Wenn du deine Zügel am Leben nicht mehr in der Hand hältst, Shabbat Shalom, geht alles vorbei. Du musst immer am Leben alles tun, um dein Leben in den Griff zu bekommen. Sagt der Benoni. Benoni, wie gesagt, ist normali, normativi. Er kämpft die ganze Zeit. Und so erklärt der alte Rebbe. Unsere Mojach, unsere Sechel ist kalt, stabil, objektiv, prüft die Sachen wie Wasser und unser Intellekt kann Widerspruch in sich behalten. Ein Mensch kann eins denken und eins machen. Kein Problem, im Kopf kann man in Widerspruch leben. Im Kopf kannst du Gott dienen und Baal dienen. In Kopf kannst du mit einer Frau leben, mit einer Geliebte leben. In Kopf kannst du klauen und gehen in die Synagoge. In Kopf ist alles okay. In Kopf kannst du in alle Widersprüche leben. Der Kopf kann verstehen, dass man macht das so und man macht das so. Er versteht. Das ist der Kopf, der Mojach. Das heißt, der alte Rebbe sagt, der Sechel, der Intellekt ist kalt. Er kann Widerspruch im Kopf behalten. Er ist stabil, er ist immer dieselbe Weg, aber unser Herz ist subjektiv. Er kann nicht zwei Sachen gleichzeitig fühlen. Er kann nicht. Es gibt nicht zwei Könige mit dieselbe Krone. Geht nicht. Es ist heiß, es ist Feuer. Es kann nicht sein, dass beide haben den Stuhl. Er kann nicht sein, der Mensch, wenn es kommt zu Gefühlen, er ist mit allen zusammen. Es gibt so, wenn du kommst manchmal zu einer Simcha, alle tanzen, du tanzt. Wenn alle lachen, du lachst, auch wenn du verstehst nicht.
ist zum Lachen, du lachst, auch wenn du verstehst nicht. Sagt der alte Rebbe, dass unser Kopf ist objektiv, Moach kar, kalt, und unser Herz, Nefesh HaBamit, ist subjektiv, ich kann nicht Widerspruch im Herzen haben. Jetzt. Ein Mensch aber kann irgendwann in sein Leben sich ein bisschen ändern. Ich gebe ein Beispiel. Heute in der Welt ist geworden ein Trend. Dieser Trend heißt vegan, vegan oder vegetarisch. Nun, sehr schön. Puh, kol hakavod. Ohne Fleisch, ohne Tierquälerei. Du wirst werden so heilig. Du bist in ein paar Monaten Hashem bei die Knie küssen. Kol hakavod. Kein Problem. Sehr schön. Trend. Trendy. Sehr schön. Mach. Genieß. Jetzt. Der Mensch macht das. Und irgendwann kann er nicht mehr gucken auf Cola. Cola, pfui. Hamburger, pfui. Das heißt, obwohl in seiner Natur hat er immer gegessen, Cola, Hamburger, Haribo, durch seinen Verstand, durch seine Lernen, er hat verstanden, dass am Leben gibt es bessere Prioritäten. Er hat begonnen zu lieben, was anderes. Ich gebe euch ein Beispiel von mir. Als ich war Jugendlichen, habe ich gemocht eine Sorte von Musik. Und je mehr ich wachse, ich liebe schon andere Sorte von Musik. Heute liebe ich schon kantorelle Musik, klassische Musik, Gebetemusik, liturgische Musik. Ich liebe schon andere Musik. Ja, von Zeit zu Zeit habe ich noch Spaß auf irgendeinen Schlager von damals. Aber im Großen und Ganzen, der Mensch macht in sich einen großen Arbeit. Deshalb, es gibt in unserem Charakter Natureigenschaft. Grausamkeit, Barmherzigkeit, fröhlich, traurig, Wohltäter, geizig. In die Sachen, die Natur, sagt der alte Rebbe, der Benoni, der kann das nicht ändern. Das ist seine Natur. Sie wissen, es gibt Kinder vom Natur in die Pause, ich bin ein Lehrer. Es gibt Kinder, die sind sehr wilder. Und wenn es kommt die Pause, in einer Minute, die sind draußen mit Chips und Eis und Haribo und Smartphone. Und manche bleiben so in die Klasse mit so einem Buch, so eine Chnana, Lauchkinder. Ich weiß nicht, wie man sagt das auf Deutsch. So seriöse, so vom Natur schwarze Gale, Melancholie, so Bibliothekleute. Leute, die von alleine mögen das Buch, mögen das seriöse Leben. Alte Rebbe nennt diese Menschen Moreschreure, schwarze Galle. Und so beginnt der alte Rebbe etwas sehr interessant. Aber vor dem, dass ich beginne die letzte Session, ich wollte wissen, ob jemand will was fragen oder bemerken zum das, was wir haben gesprochen bis jetzt. Nicht schämen und nicht schüchtern. Alles, was hat zu tun mit dem Thema, was man lernt, soll man gerne fragen. Ich bin wirklich offen. Eine Frage habe ich nicht, aber... Bitte. Es ist ausgezeichnet und es ist nicht allzu intellektuell, dass ich es sogar verstehe, was du da rüberbringst. Und jetzt ist, haben wir schon die Hauptmahlzeit, jetzt kommt das Dessert noch. Ja. Gut, will jemand noch was fragen oder was bemerken oder zum dritten Schritt? Zum dritten Schritt. Gut. Wir beginnen. Einmal ein Gerer Chosid ist gefahren von Polen nach Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg. Und der Gerer Rebbe hat ihm gesagt, bring mir von Deutschland gute Zigarren. Gute Zigarren. No? Der Chassid kam zurück nach Polen. Hat vergessen. Kommt rein zum Rebbe, sagt der Rebbe, hast du mir gebracht Zigarres? Sagt der Rebbe, Slicha,
Ich hab vergessen, es tut mir leid. Sag der Rebbe, soll ich dir was sagen, was tut mir weh? Tut mir nicht weh, dass du hast vergessen die Zigarren. Tut mir weh, dass du hast vergessen dein Rebbe. Das tut mir weh. Ich brauche nicht deine Zigarren. Ich brauche das auch, wenn du bist in Deutschland, du sollst über mich denken. Das wollte ich. Und ich habe gedacht, wenn du mir kaufst Zigarren, da denkst du über den Rebbe. Okay. Kommt der alte Rebbe und bei dem dritten Teil sagt er etwas sehr interessant. Wenn jemand macht etwas mit Genuss, mit Freude, mit leichten Füßen, mit leichten Beinen, das ist Love de Lokim. Das ist nicht einer, der dient Gott. Immer wenn es dir schwierig geht mit dem Fahrrad, du sollst wissen, du bist auf dem Berg. Wenn es dir leicht geht mit dem Fahrrad, du gehst runter. Das heißt, Ma'amatz, anstrengen, das wird bringen, der Mensch zu steigen, Gott zu dienen. Ich arbeite doch in Altenheim. Es gibt in Deutschland einen sehr interessanten Begriff. Dieser Begriff heißt Überstunden. Überstunden? No. Was ist Überstunden? Überstunden ist Leute, die arbeiten entweder mehr wie die Stunden, die sie brauchen, oder an solche Tage wie heute, Sonntag oder morgen, Montag, es ist ein bürgerlicher Chage. Und wenn Menschen gehen morgen arbeiten, sie bekommen Überstunden. No? Ich gehe morgen arbeiten, aber ich bekomme keine Überstunden. Ich bekomme normal. Was glaubt ihr? Morgen zum Arbeiten gehen, macht mir große Freude oder man muss? Die Antwort ist, man muss. Man muss, malasot. Ich muss gehen zum Arbeiten, ich habe Familie zu ernähren. Sagt der Rebbe, der alte Rebbe, etwas sehr interessant und ich glaube, das wird uns alle hilfreich sein. Sagt der Rebbe, das, was dir Spaß macht und gut tut, dort wächst du nicht. Gerade dort am Leben, wo es dir Verpflichtungen, Joch, Familie, Arbeit, Beten, Sachen mehr als deine Gewohnheit, mehr als deine Möglichkeit, dort beginnt dem Special wächst. Und der alte Rebbe gibt ein Beispiel. Wenn jemand will ein Esel mieten in Stadt, es kostet eine goldene Münze. Wenn es ist nur in Frankfurt. Wenn er will aber dem Esel von Frankfurt nach Offenbach, kostet schon die Reise 2 Münzen. Fragt der Mensch, verstehe ich nicht. Frankfurt ist doch groß. Warum bezahle ich in Frankfurt für den Esel nur eine goldene Münze? Und wenn ich nehme dem Esel nach Offenbach, bezahle ich schon 2 goldene Münzen. Sagt der Talmud, weil es gibt normale Route, normale Routine, normale Zone, wo dort ist der Preis eine, manchmal beim Bus. Du kannst sehr, sehr viel Stationen, weiß was ich, Gebühr 50 bis dem Flughafen, kostet 5,70 Euro. Aber wenn du nimmst noch eine Station, die schon Richtung Wiesbaden kostet 14. Und du denkst, wo ist der Sechel? Ich fahre ganzen Frankfurt von Salzburgallee bis Flughafen 5,40 Euro. Ich nehme noch eine Station schon nach Wiesbaden, schon doppelt. Warum? Lama. Sagt die Antwort, es ist schon mehr als die Grenzezone. Es ist schon eine Mühe. Es ist schon mehr als normal. Was heißt das? Der Dubner Magid, Reb Jakob Kranz, ist gekommen zu der Gaon von Vilna. Und der Gaon von Vilna hat ihm gesagt, gib mir Kritik. Sag mir, Bevakasha Mikolalev, sag mir vom Herzen, was kann ich verbessern. Sagt ihm der Dubner Magid, Rebbe, du bist im Zimmer. Nur am Torah lernen und am Davnen. Von morgen bis Abend. Sie sind nicht in die Welt. Sind sie nicht mit Menschen. Darum, es ist eigentlich kein Problem zu wachsen, also stark.
Es wird mich sehr freuen zu sehen, wenn Sie mit Menschen zu tun haben und wegläufen von diesen Gdusha, von Torah und Filah, wie kommst du zurecht? Das will ich sehen. Ich will sehen, wie der Benoni nach dem Davnen geht in Zug, in die Straße und so, wie sagt Reb Moshe von Kobrin. Engel, Engel, ist kein Problem zu sein Engel, weil der Engel hat keine Frau. Der Engel hat keinen Mann. Der Engel hat keine Kinder. Der Engel hat keine Nachbarn. Der Engel hat keine Kollegen. Der Engel hat keine Mitmenschen. Kein Problem zu sein ein Engel, Todaraba. Jeder Engel hat seine Position, jeder Engel hat seine Sache. Shabbat Shalom, alles wunderbar. Und so beginnt die Lösung, die wir jetzt zum letzten 10 Minuten sagen wollen. Genauso wie unser Körper hat gelernt zu genießen bis 12 und 13, müssen wir lernen zu genießen vom 13 bis 120. Und jeder Mensch, der hat gelernt zu genießen von anderen Sachen, will er nicht mehr zurückkehren zum Genuss von alten Sachen. Niemand von euch hat jetzt Lust nach Korkinet oder nach 3 Fahrräder. Glaube ich nicht. Und wenn jemand von euch interessiert, jetzt zu kaufen Duplo oder Lego, soll er bestellen einen Termin beim Psychiater. Kein Problem, jeder Mensch ist gestiegen. Duplo ist vorbei, Lego ist vorbei. Korkinet ist vorbei und auch viele Bücher sind vorbei. Auch Legenden, die hat man gelesen als Kinder. Heute, wenn man liest die Geschichte, gibt es schon Analyse und Monalyse. Und man gibt's schon, der Mensch guckt das schon mit einem Forschungsaugen. Und Menschen forschen Geschichten und sie sehen in die Geschichten dem Super-Id und der Super-Ob und der Super-Dob. Und wenn Menschen lernen noch Psychologie und Soziologie und Kriminologie, dann gucken sie total auf dem ganzen Geschichte mit der ganzen anderen Augen. Aber guck mal, wie interessant. Ich bin in ein paar Monaten 50 und ich lese die Tora jeden Schabbat. Und jeden Schabbat, Hashem spricht mit mir durch die Parasha. Ich bekomme ohne Ende Kommentare von Leuten oder E-Mails. Shlomo, du hast keine Ahnung. Deine Shiur diese Woche ist genau das, was uns momentan beschäftigt. Woher weißt du das? Ich weiß das nicht. Aber das ist die Parasha. Das ist die Wochenabschnitt. Das ist das Genuss. Was gibt es Besseres, als am Shabbat zu sitzen mit der Familie, mit der Kehille, zu lernen, zu beten? Gibt es nichts Schöneres. Bin ich nicht bereit zu verzichten? Und jetzt pass mal auf. Es gibt sehr viele Jüngerlach, die haben leider gerutscht von dem jüdischen Weg. Und sie wollen nicht halten mehr Schabbes. Und sie wollten nicht mehr halten Pesach. Aber sie sitzen Freitagabend mit ihren säkulären Freunden. Und ich habe das gesehen. Und was singen sie am Tisch? Shalom Aleichem Ala. Warum nicht? Es ist ein schönes Lied. Sie können nichts anders. Deshalb sagt der alte Rebbe, man kann nicht dem animale Seele töten. Man muss sie nur beibringen, neue Sachen. Man muss sie zeigen, dass der Himmel ist noch offen. Vor vielen Jahren hat man verkauft für die Touristen in Asien so eine Fliege, wo die Decke ist offen. Und die Fliege geht nicht raus. Habt ihr das gesehen? Also es war so in Asia, hat man verkauft so eine, für alle Touristen, so eine Glas. Und in dem Glas war so eine Fliege. Und die Fliege geht bis oben und geht nicht raus. Habt ihr schon gesehen sowas? Also ihr werdet gucken später im Internet. Warum? Weil ein paar Monate hat man gemacht eine Decke. Und die Fliege hat geflogen bis die Decke. Und sie hat gesehen, es geht nicht weiter. Nach ein paar Monaten, auch wenn es ist offen, sie geht nicht höher. Sie geht immer bis diese Höhe, weil sie will nicht kriegen einen Klapp auf den Kopf von der Decke. Wir sind auch irgendwie alle geblieben noch alte Elefanten im Zirkus. Wir sind nicht mutig zu ändern unser Leben. Wir bleiben in dieselbe Routine. Es gibt viele Menschen,
wo in diese Wohnung, wo die sind reingegangen beim Anfang vom Leben, von dieser Wohnung wird sie die Pietät rausnehmen. Es wird nichts ändern. Sie wollen keine Änderung machen in ihrem Leben. Sie wollen alles zu machen, dasselbe und das Gleiche. Kommt der alte Rebbe und er sagt, hör mal zu. Wenn bei dir ist ruhig eingetreten, sollst wissen, du dienst nicht Gott. Solange ist bei dir unruhig, Kampf, Ringeln, Boxen, auf dem Viereckig, wenn du die ganze Zeit deine Nefesh Elokit und Nefesh Be'amit miteinander ringeln, Kol HaKavod, du bist ein richtiger Benoni. Du bist genau und voll am Leben. Dann lass uns die drei Punkte, was wir haben heute gelernt, zusammenfassen. Der alte Rebbe beginnt, dass unsere Mojach Shalit al Alev, dass unsere Gehirn kann disziplinieren unser Herz. Nicht die Kräfte, nicht die Gefühle, aber die drei Handlungen. Denken, reden und handeln. Jemand hat dir was gesagt? Keine Reaktion. Das kannst du machen. Das kannst du machen. Und ich gebe euch einen Tipp, und ich sage diesen Tipp sehr oft. Jemand schimpft mit dir, sage, ich bin jetzt unter Emotionen, ich will nicht reden. Und immer nach einer Woche oder zwei, alles ist schon beruhigt. Unser größter Fehler am Leben ist, dass wenn wir sind in Überreaktion, wir reden. Weil das Reden ist wie Benzin in dem Feuer. Deshalb sagt der alte Rebbe auch, der Benoni kann seinen Mund halten. Er braucht nicht antworten. Er braucht nicht reagieren. Und wenn die Gedanken kommen, die nicht gefallen, jemand klopft an die Tür, geh nicht dran. Die Menschen in Deutschland sind Profi, nicht reingehen, wenn du anrufst. Ich war schon bei Leuten in Deutschland zu Hause. Leute rufen an und sie machen sie mit der Hand. Kann ruhig anrufen. Ich habe gesehen, mehrere Mal. Also wenn du das sagst zum Telefon oder wenn jemand klopft an die Tür, sag das auch deine Gedanken. Wenn sie kommen immer, und heute habe ich gehört ein super Beispiel, und ich gebe Kredit für dieses Beispiel, zum Rav Yoav Malka. Manchmal habe ich gerne zu hören, Tanja, Erklärungen von Leuten, die nicht unbedingt von der chassidischen Strömung kommen. Ich will hören, wie sie die Tanja verstehen. Es gibt so in Israel eine Bet Midrash Arutz Meir von Rav Dov Bigon. Sehr großer Tzadik. Das ist eine zionistische Bet Midrash. Sie haben auch Shiurim auf Russisch und ein bisschen auf Deutsch, auch Parashat Shavua, Parashat Be'ava. Und dort Rav Yoav Malka hat unterrichtet diese Kapitel von Tanja. Und er sagt etwas sehr süß. Und damit will ich schließen. Vor eure Fragen. Es gibt Jammerkatze, Katzejammer. Miau, miau. Miau, miau. Katzejammer, Jammerkatze, Katzejammer. Jelala shel Chatula. Jetzt, was passiert, wenn einer hört neben seiner Wohnung Katzenjammer? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn das ist eine Katze, sehr gut, gibt sie was zu essen. Wenn das ist Katzen von, nicht von dem Mülleimer, dann, wenn er gibt einmal diese Ketzalach Sahne oder Essen, die kommen immer. Immer, die sind deine besten Freunde. Und dann kannst du sie nicht mehr loswerden. Rabbi Yoav Malka hat gesagt, gib nicht, du bist schuldig, wenn du im Kopf Ängste hast oder Phobie oder Angst, du hast das selbst, dich noch einmal, wie oft, ich weiß nicht, wie ist das bei euch, manchmal eine kriegt einen schrecklichen E-Mail. Nur hat das einmal gelesen, es war ihm schon blass, und nach einer Stunde, wie ein Masochist, guckt er noch einmal. Aber du weißt schon, was steht. Du weißt schon, was steht bei diesem E-Mail. Keine guten Nachrichten. Die Banditen wollen dir Zorres machen jetzt. Was guckst du noch einmal? Ja, er will gucken. Dein Schuld, du hast schon gesehen, kannst du was handeln? Handle. Kannst du nicht, warte, soll jemand dir helfen.
Aber zu geben diesen Katzenjammer Sahne, sie werden immer kommen, sie werden dir immer danken. Und genauso ist mit unseren Gedanken bei Moach Shalit Alaleh. Wir müssen herrschen und disziplinieren unsere Gedanken, unsere Wörter. Und wir müssen immer unseren, Sie wissen, man kann in dem Testatur Ctrl-Z machen. Weißt du, was ist Ctrl-Z? Wer will das erklären? Was ist das? Womöglich ein Computer-Reset. Was heißt das? Computer neu starten. Drei Tasten. Nein, aber wie löscht man? Wie löscht man? Mit ESC kommt drauf an, einfach Löschtaste drücken. Sehr oft Menschen machen einen Fehler am Leben, sie können das löschen. Aber irgendwann müssen die Menschen lernen, nicht alles, was sie tun, löschen. Weil die Finger werden grau, die Tastatur wird grau und der Computer geht kaputt. Wir müssen lernen, in Zukunft keine Fehler machen oder weniger oder in einem großen Abstand. Aber der Benoni wird immer machen. Und soll er wissen, es wird kommen noch einmal. Und soll er nicht werden frustriert davon. Soll er wissen, das ist ein Teil vom Leben. Ein Teil vom Leben ist aufstehen und zu fallen. Jetzt will ich den letzten Aspekt sagen. Eine heilige und eine irdische. Es ist verboten, in die Synagoge Kinder zu küssen. Warum? Um nicht zu zeigen, dass wir haben mehr Liebe zu den Kindern als zu Hashem. In die Synagoge soll man küssen die Torah, dem Sidur, dem Chumash, dem Sefer Torah. Aber nicht die Kinder. Das ist eins. Zweitens, wenn ein Mensch isst, er will doch essen schön. Was passiert, wenn ein Mensch will essen und er macht alles in eine Food Processor, alles in eine Brei? Es macht keinen Appetit. Oder es gibt die kabbalistischen Diät. Weißt du, wie macht man kabbalistischen Diät? Man schließt die Augen beim Essen. In einem Monat nimmst du 10 Kilo runter. Wenn du schließt die Augen beim Essen, du isst wie ein Blinder. Ich gebe euch eine kabbalistische Diät. Essen in Dunkelheit, nicht sehen, was man isst. In einem Monat Garantie, 10 Kilo runter. Warum? Weil die Augen essen, der Appetit isst. Genauso wie der Mensch kann sich trainieren, Sachen zu lieben und irgendwann wissen, dass die Sachen, was er liebt, ist noch mehr als das, was er liebt. Man sieht das zum Beispiel beim Liebe. Manchmal liebst du den anderen mehr wie dich selbst. Und früher war das nicht an deinem Leben. Du hast nicht gewusst, dass du kannst so viel Liebe geben und schenken. Genauso ist gegenüber Hashem. Hashem muss man ihn kennenlernen. Man muss unsere Neshama Elokit aktivieren. Lernen über Hashem. Sprechen über Hashem. Seinen Namen mehr verwenden am tagtäglichen Leben. Hashem wird helfen mit Gottes Hilfe. Und immer wissen, dass wenn man geht raus von zu Hause, soll man sagen, Hashem, schenk mir einen guten Tag, dass ich komme heute Abend zurück nach Hause, Bezrat Hashem. Immer seinen Namen verwenden bei allem, was man tut. Ihr fährt zu einer Reise, über Hashem zu denken. Ihr macht eine Pläne, Hashem zu erwähnen. Im Supermarkt. Im Supermarkt, wie oft kommt ein Mensch nach Hause und sagt, ja Allah, ich wollte doch kaufen Zitrone. Hab ich vergessen. Und er ist sauer. Er hat nicht gekauft Zitrone. In jeder Sache, was man kauft, braucht man Hashems Hilfe. Und jetzt noch vor eure Fragen, ein Witz zum Schluss. Eine Frau steht in die Küche und macht Omelette. Omelette, Rühreier. Kommt der Mann, sagt, mach mehr Öl. Es verbrennt sich. Dreh das mit dem Löffel. Leg noch ein bisschen Salz. Jetzt ist die Zeit zu drehen. Sagt die Frau, was glaubst du, ich kann nicht machen Rühreier?
Sag der Mann, ich will nur, soll's verstehen, wie fühle ich mich, wenn ich Auto fahre. Manchmal muss man nur die Sachen reflektieren. Von Nefesh Elokit und von Nefesh Be'amit. Und jetzt, wenn jemand will was fragen oder bemerken, mit dem Shiur zu tun, mit nicht diesem Shiur zu tun, Ta'ao, Samer, Dishon, jeder, der hat etwas auf dem Herzen, jetzt bin ich für euch da. Bitteschön. Gib zuerst Chance zu denjenigen, die haben noch nicht gefragt. Und die wollen auch fragen. Brand, bitteschön. Ja, du meinst mich, oder? Natürlich. Ja, ich danke dir für die Schuhe. Ich hab mich sehr gefreut über die 5 Leute, die du beschrieben hast, die 5 Personen. Und ich hatte mich vor der ersten Shiur schon darauf ein bisschen vorbereitet, weiß nicht warum. Und da geht es ja in Brachot 7a um diese 5 Personen. Um den Gerechten, dem es gut geht, den Gerechten, der leidet, der Böse, dem es gut geht, der Böse, der leidet und den Benoni. Und in Brachot 61 habe ich gefunden die Aussage, die Welt wurde geschaffen für den vollendeten Bösen oder den vollendeten Gerechten. Die anderen leben kein vollendetes Leben. Wie verstehe ich das? Ist dein Fenster offen dort in Kambodscha? Nein, ist zu. Ist zu? Wieso? Die Kippa ist weggeflogen. Nein, die ist klein. Ah, Entschuldigung. Siehst du? Nein. Schäm dich, Schlomos. Okay. Ja, schäm dich. Ich schäme mich. Okay, ich habe gefragt, aber sie sitzt auf dem Kopf. Besser zu fragen. No. Noch einmal die Frage, ich habe sie nicht verstanden, ich habe mich konzentriert auf die Keeper, sorry. Noch einmal die Frage. Also die 5 Personen, die 5 Leute werden in Brachot 7a beschrieben. Da gibt es eben zum Beispiel den vollendeten Gerechten und den vollendeten Bösen. Und die 3 anderen, der unvollendete Gerechte, der unvollendete Böse und der Benoni, die fallen da durch, wenn man Brachot 61b liest. Denn die Welt wurde geschaffen für den vollendeten Bösen oder den vollendeten Gerechten. Die anderen leben kein vollendetes Leben. Also ich bin weder Zadig noch ein Böser, hoffe ich. Ich würde mich bei Benoni einreihen. Das heißt, ich habe kein vollendetes Leben oder wie verstehe ich das? Okay, ich erkläre das. Es gibt Sachen, wo wir haben eine Wahl und Sachen, die bei uns schon von Natur eingepflanzt. Und deshalb wollte ich sagen, dass alle Menschen sind, fast alle, die ich kenne, sind in die Kerne von Benoni. Weil jeder Mensch hat seine individuelle Persönlichkeit. Und deshalb, einer hat eine Neigung zum Guten. Und er wird eine Tzadik Gamur, Tovlo. Und wenn es ist eine Zadik, der überwindet seine Kräfte, ist auch okay. Oder eine Rasha, das ist ihm gut und er hat schlechte Gewissen. Oder Reshaim ohne schlechte Gewissen. Der alte Rebbe will bringen in die Tanja eine neue Methode. Und diese Methode heißt durchschnittliche. Aber wir haben heute auch gelernt eine neue Sache. Dass auch bei die durchschnittliche gibt es Menschen mit weißer Galle. Und Menschen mit schwarzer Galle. Menschen mit schwarzer Galle haben viel leichter, Benoni zu sein. Sie haben keine Lust. Sie haben keine Lust auf Frauen. Sie haben keine Lust. Frau Bachura, Sie sind in Cambridge. Wir haben jetzt 2 Gäste aus Cambridge. Wo ist er? Ephraim. Es war hier eine Bachura am Shabbat. Wir haben diskutiert darüber am Shabbat-Tisch. Und es war eine Junge aus Cambridge, Zemachlu. Und hat gesagt, dass es gibt Jungs in Uni, die lernen Mathe und Philosophia und sie gucken nicht auf Studenten und die sind keine Zadik. Sie gucken nicht auf Mädelach. Die sind so beschäftigt mit ihrem Lernen und ihre Kopf ist so eine Intellektuelle und ihre Natur, das sind so Bankquetscher. Es gibt Menschen, die sind vom Natur mehr... Okay, ich erzähle eine Geschichte. Weil mit Geschichte versteht man alles besser. Rabbi Hanina ben Tradion hat gefragt Rabbi Yossi,
ob er kommt zum Gan Eden als Tzadik. Sagt Rabbi Yossi, anstatt ihm zu antworten, sagt ihm, gib mir ein Beispiel, etwas, was hast du besonders gemacht. Sagt ihm, ich erzähle dir. Ich habe zu Hause zwei Schubladen. Ein Schublade für Spende und ein Schublade für Geld für zu Hause, was man braucht. Und einmal, es ist mir gemischt, Geld von Mahlzeit von Purim und Geld von Spende. Und zum Schluss habe ich das ganze Geld gegeben zum Spende. Sagt Rabbi Yossi, du kommst zum Gan Eden. Fragt der alte Rebbe, Rabbi Hanina ben Tradion ist doch ein Tzadik. Er wurde doch verbrannt mit Sefer Torah als Tzadik. Warum fragt der Rabbi Yossi, ob er kommt in Olam Abba, ob er ist ein Tzadik Gamur, ob er ist ein gerechter Tzadik? Erklärt der alte Rebbe etwas sehr interessant. Alle Menschen, die sehr intellektuell sind, die sind geizig. Die geben nicht Geld, weil die sind Intellekt, sie haben nicht kein Herz. Die sind im Herz kalt, weil sie haben einen gekochten Kopf, sie haben einen größeren Meuch. Und deshalb Menschen, die wenig im Kopf haben, haben ein besseres Herz, sie geben mehr. Deshalb auch die Weisen früher hatten große Probleme, soll die Frauen sollen viel lernen. Weil wenn eine Frau wird viel lernen, es wird kosten auf dem Herz, von dem ich spreche. Ich rede jetzt in der Zeit von Talmud. Und deshalb, wenn Yitzchak sucht eine Frau, er sucht eine Frau mit gutes Herz. Nicht eine, die sie kommt nach Hause und sie macht ihre Bachelor oder Doktorat und die Suppe ist noch nicht da. Gut, also ich rede jetzt die jüdischen Kerne. Deshalb, Rabbi Hanina ben Tradion war ein Gelehrter von Natur. In dem Moment, wo er sein ganzes Geld gegeben zu Zdoke, er ist Tzadik Vetovlo, weil er konnte beides haben. Und das ist die Neuigkeit. Hat man gefragt, die Freidike Rebbe, womit ist der alte Rebbe besonders? Hat er gesagt, dass bei ihm im Kopf und im Herz sind beide in richtigem Maß und eine gesunde Brücke zwischen die beiden. Das heißt, eine Benoni, jeder muss das machen, was ihm fehlt. Wenn einer hat nur ein glühendes Herz, soll bringen ein bisschen Kälte von dem Kopf. Wenn einer hat einen kalten Kopf, soll bringen auch ein glühendes Herz. Ich gebe ein Beispiel, der Rebbe hat geschickt manchmal Leute, die nur sitzen und lernen, soll gehen auf die Straße und legen mit Leuten Tfilin. Warum? Um zu denken über andere Leute. Deshalb, die Tzadik und dem Rasha, das sind fast immer Leute, die wenig auf ihren Wall ticken. Das ist ein Ergebnis von Natur, Tzadik oder Rasha. Aber wir alle, und das ist die Neuigkeit von dem Benoni, wir leben in Gegenwart. Und in Gegenwart alle haben Kämpfe. Das ganze Leben bis der letzte Moment. Bis der letzte Moment gibt es noch Kämpfe. Es kann sein Kämpfe in alle Bereiche. Und jeden Mensch soll entdecken in sich, wie viel Neid hat er. Er wird nicht zugeben. Wie viel Hochmut haben wir, wird man nicht zugeben. Aber interessant, sagt der alte Rebbe, wenn ein Mensch reagiert in Überreaktion, das ist nicht die Sache. Das ist irgendein Charakter, der bei uns noch nicht gearbeitet und durch diesen Charakter kommt die andere Sache. Das heißt, der Mensch hat in sich irgendeinen Neid, aber passt ihm nicht zu sagen, dass er Neid. Er wird finden einen rationalen Sinn oder einen Grund zu sagen, was hat er beim anderen gestört. Und das ist die Probleme der Sache. Und deshalb, niemand weiß wirklich, was ist beim Herzen von jemand. Sagt der alte Rebbe deshalb, wir wissen nicht, wer ist Tzadik Vetovlo und wer ist Tzadik Veralo. Das können wir nicht wissen. Der alte Rebbe hat uns geholfen zu sagen, dass Abraham war Tzadik Vetovlo und Noach war Tzadik Veralo. Wir sehen, dass Noach zum Schluss ist geworden auch ein Alkoholiker. Und wenn einer wird ein Alkoholiker, ist auch einer davon sich ein bisschen enttäuscht, auch wenn er ist ein Tzadik. Weil er konnte die Welt nicht ändern. Das heißt, man braucht zu sein ein extroventen Tzadik. Und genauso bei Rasha. Es gibt eine Rasha, die stört nicht andere Leute, aber er selbst will genießen vom Leben. Er wird fahren am Schabbes mit dem Auto in die Synagoge, aber wird parken drei Straßen nebenan. Ich kann dir nur sagen, solche Menschen sind Rasha Vetovlo. Wenn ich gehe auf der Zeil und ich sehe Juden von der jüdischen Gemeinde, wenn ich komme, nehmen ihre Zigarette und schmeißen beiseite, weil ich komme, ich sage, Kol HaKavod, Respekt, das ist Rasha Vetovlo. Die wollen mich nicht beleidigen, weil es ist Schabbes. Sehr, sehr gut. Und deshalb, wir sind in die Medium, in die Mitte. In die Mitte. Ich kann dir nur sagen,
Seitdem habe ich begonnen jetzt die Serie von Tanja. Auch bei Sprudelwasser habe ich jetzt lieb Medium, Benoni. Alles klar, Dankeschön. Und auch bei Apfelscholle habe ich lieb Benoni, Hetzi Hetzi. Albe Apfel, albe Sprudelwasser. Benoni, Benoni ist sehr gut. Eine gute Mischung von allen, da sagt man zum Gott und zu Leid. Wie spät ist bei dir, Bernhard? Bei uns ist jetzt 8:02 morgens. Mama mia, was für eine Zadig bist du. Applaus zu Bernhard. Liebe Leute, zwischen uns heute ist auch ein Geburtstagskind. Wo letzte Schabbes hat er auch gegeben bei uns in die Synagoge Kiddush, liebe Alon. Und wir wünschen ihm für seinen Geburtstag alles, alles Gute. Mazel Tov, soll er sein gesund und stark. Und Hashem soll ihm geben alle seine Herzenswünsche zum Erfüllung. Und soll er wissen, dass das am Leben geht nicht alles wie Popcorn. Popcorn, legst du die Kerne, kommt gleich eine ganze Party. Am Leben ist keine Popcorn. Am Leben dauert die Sachen ein bisschen länger und intensiver. Aber der Rebbe hat immer gesagt bei einem Geburtstag, Bracha v'Atzlacha. Bracha bedeutet ein Segen und Atzlacha bedeutet Erfolg. Und Atzlacha kommt von dem Wort Zalach, überqueren dem Fluss. Dass nur diejenigen, die schwimmen, nur diejenigen, die wirklich bemühen, nur sie kommen nach oben. Mazel Tov ad 120, bleib gesund und stark. Es war eine schöne Kiddush, eine tolle Whisky. Und Chaim war geizig, der hat jeder gegeben nur eine Gläsel. Aber es war gut, wenn man gibt die Menschen wenig, schätzen sie doppelt, glaub mir. Ich habe schon gelernt. Menschen schätzen nur das, was wirklich kostet und wertvoll ist. Wenn du gibst sie Stamm, beginnen schätzen sie nicht. Was hat er mit dem Rest der Flasche gemacht? Nein, hat man alles zu Ende, aber hat das langsam gegossen an die Leute. Leute haben gesagt, lass die Flasche bei uns. Sagt er, nein, die Flasche bleibt bei mir, ich schenke euch. Okay. Hat noch jemand was auf dem Herzen von heute? Will was sagen, was bemerken? Ich hätte noch eine Frage. Bitte. Heißt es, dass der Rasha jetzt nur Yesarara hat? Oder hat auch Rasha zum Beispiel oder Tzadik auch diese beiden Triebe halt? Also, beide haben alles. Die Frage ist, was haben sie damit gemacht? Der Tzadik hat seine schwarzen Pferd gemacht zu einem guten Pferd. Oder dem schwarzen Pferd gelassen im Stall. Das ist Tzadik Veralo. Der Rasha Vetovlo nutzt seine weißen Pferd auch oder lässt den weißen Pferd beiseite. Jeden Mensch in dieser Welt hat beides. Die Frage ist, ob die sind aktiv oder am Sterben. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Wir sitzen alle im Internet. Und im Internet gibt es Sachen für Tzadik und Sachen für Rasha. Ein Tzadik guckt Torah, Parasha, Shiurim, wo kann er spenden, Überweisungen. Gute Sachen, E-Mails an Menschen, was er liebt, Zoom, Lernen. Was guckt eine Rasha? Schmonzes, Sachen, die nicht koscher sind. Spielt Casino, verschwendet seine Energie, seine Zeit. Guckt über Plotkes, was tut sich in England, was tut sich in der Welt, Sachen, die ihm unwichtig sind. Loschenore. Ein Benoni ist einer, der kämpft mit sich. Ob soll er seine Zeit wertvoll nutzen oder soll er doch so ein bisschen so gucken, rumschauen. Ein Raschein ist einer, der sucht nicht im Internet Shiur Torah. Sucht nicht. Und ein Tzadik ist einer, der hat überhaupt kein Internet. Überhaupt nicht. Wir sind Benoni. Der Benoni guckt im Internet und hat immer einen Kampf. Was soll ich gucken? Ich kann nicht reden über euch, ich kann reden über mich.
Ich habe eine Sitte, ich stehe auf jeden Morgen gegen 6. Vor einem Jahr habe ich immer aufgestanden, gemacht einen Kaffee und geguckt, so Viertelstunde, 20 Minuten, Nachrichten, was tut sich, Israel Ayom, so, so. Seit mehr halbes Jahr, ich stehe auf morgen früh, ich lerne Tehillim. Ich gucke Shiurim von Tehillim, ich gucke nicht die Nachrichten. Ist vorbei. Früher war ich auch neugierig zu gucken, wie wird sein mein Tag astrologisch. Wir sind alle irgendwo neugierig auch. Vorbei, gucke ich nicht mehr. Irgendwann der Mensch will viel mehr Qualität und Qualität in sein Leben zu gucken und er hat nicht Zeit zu gucken auf Schmonzes. Das ist die Idee von uns. Wir sind Benoni und wir haben immer einen Kampf, aber ein Rasha hat noch in sich Yetzer Tov und ein Tzadik Sheino Gamur hat in sich auch eine Yetzer Hara. Nur Tzadik Gamur, nur wenn einer ist ein absoluter Tzadik, der nicht gekommen wegen sich in dieser Welt, sondern wegen die anderen, der hat keine Yetzer Hara. Also der Lubavitcher Rebbe war Tzadik Gamur und der Rebbe hat gesagt mehrere Mal auf sich, ich habe keine Lust auf Eis, ich habe keine Lust auf Geld, ich habe keine Lust auf neue Auto. Das ist ein Tzadik Gamur, der hat keine Yetzer Hara. Aber der Rebbe hat große Lust auf Geld, soll man bauen eine Synagoge, soll man bauen eine Bibliothek, soll man bauen eine Mikwe, soll man drucken Bücher. Er hat gewusst, dass Hashem schuf dem Gold, um die Stiftzel zu bauen. Er hat gewusst, dass man kann alles in dieser Welt verwenden für Gutes oder für weniges. Ein Tzadik will dem Zukunft einpflanzen, ja? Aber jeden Mensch hat in sich eine Yetzer Tov und man sieht das auch bei Menschen, wo du glaubst, sie haben gar nichts. Sie haben in sich sehr, sehr schöne, gute Neshome und sie helfen einem dem anderen und die sind sehr gut auch, ja? Ich würde gerne noch was sagen. Bitte sehr. Ja, und zwar möchte ich mich sehr herzlich bedanken für den Abend. Es war großartig und ich habe heute was sehr Wichtiges gelernt. Und es hat mich so bewegt, also ich habe keine Frage, sondern einfach nur zu sagen, zu dem Thema lerne deine Urgroßmutter zu lieben. Und da habe ich verstanden, weil ich liebe meine Großmutter, und ich fühle mich ihr sehr verbunden und ich habe sie nie gekannt. Aber ich habe viel von ihr gelernt und ich habe viel über sie gelesen. Und jetzt habe ich was verstanden. Danke. Ich danke dir auch für diesen herzlichen, offene Reflexion. Und ich will dir nur sagen, mein Name ist Shlomo, ist nach meinem Urgroßvater Shlomo Raskin. Und das mich gerade inspiriert, soll ich nicht nur predigen, soll ich euch auch eine Shiur beim Gelegenheit machen, wer war Shlomo Raskin? Also jetzt liegt das an mir, mehr zu forschen über diesen Mensch, über meine Urgroßvater Shlomo Raskin, die ich sogar genannt auf seinen Namen. Und ich danke dir für diesen offene, herzliche, persönlichen Teilung von uns. Bitte sehr, Josef. Hanna. Ich möchte mich einfach anschließen, möchte mich ganz herzlich bedanken. Es ist so ermutigend, dass man die ganze Zeit kämpft, dass man steigt und man fällt und man steht wieder auf. Und das ist so ermutigend. Das ist eine große Wertschätzung, dass Sie das so bringen. Vielen Dank. Ich sag dir, es ist so Wahrheit. Ich kämpfe mein ganzes Leben. Es ist ohne Ende. Und wenn wir glauben, hat sich etwas beendet, kommt immer Überraschungen und Versuchungen und von anderen und von allen Bereichen. Hashem schenkt uns die ganze Zeit neue Trappe und neue Stufe, um zu steigen. Und es steht geschrieben, dass das Kunst ist, wirklich zu wissen, der alte Rebbe will uns schützen von diesem frustrierenden Gedanke, dass ein Mensch sieht nicht Änderung. Es ist ein ewiges Kampf mit allem.
Und manchmal ein Mensch fällt so runter von dem Leiter und er beginnt von vorne an. Und das ist die Erschreckende. Manchmal ein Mensch wirklich fällt so viel Treppe auf einmal und er denkt, Mensch, ich habe nichts gemacht. Ich habe gedacht, ich habe geschafft etwas in meinem Leben. Und guck mal, wie ich rede und wie ich reagiere und was für ein Mensch bin ich. Von wo kommt diese Idee? Von der Yetzer Hara. Der Yetzer Hara hat kein Problem, dass der Mensch ist gefallen. Das macht ihm noch keine Freude. Dass der Mensch fällt später in eine Depression und keine Lust zum Aufstehen, da hat er volle Programm gewonnen. Das heißt, der Yetzer Hara genießt nicht von die Sünde. Er hat kein Problem, soll sündigen. Er will die schlechte Gewissen danach. Er will, dass der Mensch später denkt, ah, ich bin gar nichts wert. Guck mal, was für ein Mensch bin ich. Und ich habe gedacht, ich bin schon ein Feiner und ein Heiliger und ein Guter. Sagt der alte Rebbe, hör mal zu. So läuft das am Leben. Man wagt mit dir einen permanenten, dauerhaften Kampf. Ich kann mich noch erinnern über meine gottselige Mutter, die hat sich jeden Tag gekämpft mit ihren Kalorien. Sie hat so gerne gegessen und sie hat verzichtet am Freitag. Es gibt Frauen, die rechnen, was sollen sie naschen und was sollen sie verzichten. Also sie lieben einen Käsekuchen jetzt und nicht fleischig später. Also sie rechnen schon dem ganzen Genuss, um sich zu disziplinieren. Und auch Männer disziplinieren sich in sehr viele Sachen. Weißt du, wie oft muss ich schweigen? Weißt du, wie schwierig ist das? Manchmal kommen in die Synagoge und sehen Leute, die sich mit ihren Handy vielleicht spielen und du bist am Platzen. Und du denkst, mein Gott, Mama Mia, was hält er jetzt sein Smartphone in der Hand? Und du bist, und dann sage ich, Schlomo, der Yetzer Hara hat ihn voll in Kiste jetzt. Du bist nicht beim Davnen, du bist in seinem Smartphone. Und du bist noch schlimmer von ihm. Er genießt von seinem Smartphone. Was hast du davon? Du guckst doch gar nicht. Was ärgert dich? Sein Smartphone. Das heißt, dieser Gedanke ist falsch von mir. Ich soll nicht gucken jetzt aufs meine Fahrt. Ich soll jetzt gucken beim Davnen. Ich soll jetzt nur davnen und fokussieren und nicht gucken, was der macht und der macht und der macht. Jeder ist ein eigener Kämpfer. Und man kann von niemand ein absolutes Vorbild nehmen. Man kann von jedem einen kleinen, guten Aspekt von ihm nehmen. Wenn einer ist gekommen zu einem Zustand, wo du sagst, ja, er ist fleißig, er bemüht sich. Es gibt viele Menschen, die ich sehr, sehr schätze und liebe, weil ich sehe die ganze Zeit, wie sie sich überwinden, ihre schwierigen tagtäglichen Leben. Glaub mir, ich schätze sie ohne Ende, die Menschen. Und Hashem sieht das aus. Hashem sieht ganz genau, was für einen Aufwand geben wir, um ihm zu dienen. Und jeden Mensch ist ein Individueller. Wenn einer es ist ihm schwierig, das zu tun und er macht das, Hashem hat davon doppelt Freude. Wenn Leute haben Geduld, eine Stunde zu lernen und sie sitzen jetzt mit mir 2,5 Stunden zu lernen, hey Leute, was glaubt ihr, wer bin ich? Ich bin Shloimi Raskin. Als Junge in die Cheder habe ich gelernt, aber ich habe gerne Spaß gehabt. Und auch in die Yeshiva, ich war nicht der größte Bankquetscher. Irgendwann am Leben, überwindest du dich im Leben und du wächst und du steigst und du willst und es ist immer, immer ein Kampf. Und der alte Rebbe will uns beruhigen, genauso wie es ist in der Welt. Die Araber und die Juden kämpfen die ganze Zeit. Die Welt mit den Juden kämpfen die ganze Zeit. Hat sich nichts geändert. Das wird sich immer bleiben. Aber es gibt große Schritte und große Änderungen. Baruch Hashem, wenn einer guckt, die Wissenschaft hat sich entwickelt, wenig heute als vor 100 Jahren. Man schächtet nicht jetzt jeden auf der Straße wie vor 100 Jahren. Es gibt schon, Baruch Hashem, ein Land und Eretz Israel. Ich habe nicht gesagt, es ist noch schon alles Moschiach-Zeit, aber die Schritte sind schon weitergekommen. Es gibt auch sehr viele positive Seiten. Und es steht geschrieben, Kiloi Tosh Hashem Amo, Venachlato Lo Yazov. Ein Mensch soll nicht gucken die ganze Zeit die frustrierten Leute im Internet. Wenn jemand will, mit jemand wirklich was reden oder erklären, unter vier Augen, im Café und nicht im Internet. Diese Streitereien und Diskussionen werden niemand weiterbringen. Jeder bleibt in seinem Zustand. Ich habe bekommen in den letzten 2 Wochen 20 oder 30 Telefonaten von Nicht-Juden, Polizisten, die hier Wächter stehen beim Altenheim und alles.
Schlomo, bist du in Ordnung? Alles ist okay mit euch und wir wollen helfen. Wir sehen, die Lage ist nicht gut. Es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Menschen. Und deshalb gebe ich euch nur einen Tipp. Sitz und lerne Torah, steige in Tanja, lerne Chumash, lerne Gemara, mach Wohltätigkeit, plane euren nächsten Urlaub in Israel, plan euren nächsten Urlaub in Michelstadt, mach Pläne, Hashem wird helfen, Hashem wird helfen. Und ich hoffe, ist mein Wunsch, Hashem soll mir hören, dass wir uns an meinem 50. Geburtstag zusammen alle treffen. Das wäre, die, wie man sagt, der sofortige Wunsch von Hashem, dass wir gemeinsam sehen. Und man muss dem Optimismus ist nicht Fantasie. Optimismus ist Emunah. Emunah, dass es gibt in dieser Welt ein Beschefe. Was ist mit uns los? Wir sind geworden, alle Kommentare von Nachrichten. Was ist mit uns passiert? Wir machen in die Häusern von jedem Balagan. Guck euch die Geschichte, was ist passiert. Wir sind nicht das erste Mal, wo wir haben Balagan. Balagan war schon immer, mal ruhig, mal nicht ruhig, ruhig, mal nicht ruhig. Die ganze, seitdem ich bin Kind, glaube ich, bin geboren in Kiryat Malachi. Mein ganzes Leben war die ganze Zeit Shlomo Galil und Milchamot. Jeden paar Jahre war ein Krieg, no? Es ist mir nichts Neues, glauben Sie mir, es ist ein kleines Déjà-vu. Und es ist viel einfacher als damals. Nur die Menschen heute sind nicht bereit, irgendeine Leiden oder eine Unruhe zu sich nehmen. Hashem will uns reiben. Hashem will uns Wake-up-Cop callen. Hashem will, dass wir die Welt entwickeln, die geistige Welt, die himmlische, die jüdische, die wissenschaftliche. Hashem will, alle sollen sich bewegen. Alle haben schon gedacht, wir haben schon gute Medizin und alles okay. Und jetzt, alle haben gesehen, muss man die Welt weiterentwickeln. Und Baruch Hashem gibt es guten Forscher, es gibt noch Schwachers. Hashem will, soll die Welt weiterentwickeln und immer nach jedem Bruch war das irgendeine Itpatrut. Es war irgendeine Entwicklung zum Schluss zu Hashems Plan. Ich weiß nicht die Wörter zum Gut, zum Guten, kann ich nicht. Wenn ich lese die ganze Geschichte, ich weiß, dass Hashem hat einen lange, lange Plan. Hashem will nicht die Welt zu Ende bringen, Hashem will sie zu Bevollenden bringen und nicht wie manche reden von verschiedenen Apokalypses. Das ist alles Schmonzes, die soll man nicht gucken und nicht reden. Oder Gog und Magog, das ist alles Demagog. Das ist kein Gog und kein Magog, das ist alles Schmonzes. Wir warten auf die Geula mit Tid v'Ashlemal Yedei Moshiach Tzidkeinu. Wir warten, soll die Menschen soll verstehen, dass in dieser Welt haben wir einen Sinn. Dass in dieser Welt das, was uns verbindet, ist viel mehr als das, was uns trennt. Und wir wollen alle Menschen miteinander gemeinsam in Ruhe leben. Ich wünsche euch alle eine gute, schöne Woche. Morgen ist ein bürgerlicher Feiertag. Ihr könnt ein bisschen länger schlafen. Auch dem Davnen in der großen Synagoge in Frankfurt ist um 9 Uhr. Sie machen das extra, damit soll die Leute ein bisschen länger schlafen. Aber soll man dem Hoffnung nicht verlieren und soll man wissen, man kann schließen im Kopf, das, was man nicht will, soll klopfen. Also Hoffnung muss man auch nicht verlieren. Ich hatte an Shavuot ein super Erlebnis. Du hast gesagt, wir sind alle verbunden. Ja, es war nach dem Daphnen, also auch unter freiem Himmel. Einmal als Shavuot hier anfing, ja, genau um die Uhrzeit, als es in Jerusalem anfing, direkt nach einem Gebet mit ein paar Leuten zusammen, war so ein Gewitter und Donner und Blitz wie am Sinai. Und bei einer anderen Gelegenheit wieder haben Leute zusammengebetet und danach kam ein Regenbogen. Also das sind alles Zeichen der Bündnisse und Hashem war, ist und bleibt. Okay, jetzt gebe ich euch zum Schluss ein Zentrum, eine Tanz. Guck mal, ein schöner Tanz. Eine Sekunde. Dieser Tanz ist ein chassidischer Tanz und man kann das ganz schnell lernen. Yeah.
mein Gott.